hole YouTube rein und YouTube ist schon da. Hallo, liebe YouTube-Zuschauer. Herzlich willkommen zurück zu einer Runde Planet Zoo. Hier in unserem wunderbaren Muggelzoo. Es sind schon wieder ganz viele Parts nicht online auf YouTube. Ihr kriegt bald wieder eure Welle an Planet Zoo-Videos. Und dann könnt ihr die wieder alle durchsuchten. Dann kommen wieder 200 keine Planet Zoo-Videos und dann kommt wieder eine Welle. So läuft das Ding halt einfach, ne? Genau, der Twitch-Chat ist natürlich auch am Start und sagt euch ganz fröhlich Hallo. Wir sind endlich wieder in unserem Muckelzoo zurück nach der kleinen Pause durch die OP. Waren wir jetzt 3 Wochen nicht im Muckelzoo. Tatsächlich, es ist heute 3 Wochen her, als wir das letzte Mal im Muckelzoo waren. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir uns heute hier wieder versammelt haben, am frühen Morgen. 11.19 Uhr, das ist nicht früher Morgen. Aber falls ihr auch mal dabei sein wollt, wir streamen eigentlich immer freitags um 10 Planet Zoo. Deswegen kommt da gerne mal vorbei. Auf twitch.tv/simfinity_nina findet ihr mich und diesen wunderbaren Chat. Also kommt gerne mal rum. Und genau, wir müssen jetzt als erste Maßnahme des Tages, also erstmal, das ist der aktuelle Zustand des Zoos. Also wir haben echt schon eine Menge gebaut in diesen wunderbaren 1,5 Jahren. Guckt die Planet Zoo Streams oft einfach nochmal an nebenbei. Das entspannt mich einfach. Och, Josi, das freut mich voll. Aber geht mir genauso. Ich habe auch so ein paar YouTuber, die... Also da mache ich mir die Videos dann einfach so nebenbei an. Also diese langen Videos. Das finde ich auch super entspannt. Voll schön. Und Anukalöchen, danke für die 27 Monate. Schön, dass du da bist. Und Like a Jin, mach's gut. Schön, dass du da warst. Zellin, Hallöchen. Okay. Auf jeden Fall haben wir dann jetzt vor kurzem unseren Afrika-Bereich angefangen und haben jetzt hier schon einen Erdmännchengehege hingebaut. Hier wohnen die Erdmännchen, die sich immer nicht so zeigen wollen. Aber hier ist eins. Zwei. Okay. Genau, da sind die Erdmännchen eingezogen und dann haben wir halt versucht, diese ganzen Flächen zu füllen, indem wir dann hier noch so einen Snackstand hingebaut haben. Hier sind dann noch Toiletten und hier haben wir 2 Vivarien, glaube ich, reingebaut, ne? Ja, hier sind 2 Vivarien drin, einmal so eine Schlange und was ist denn hier drin? Ein Frosch ohne Strom. Gut. Ach ja, weil wir dafür ja die Höhle gemacht haben. Genau, ich erinnere mich. Genau, und dann hatten wir halt, wollten wir für Strom sorgen und dafür hatten wir das hier gebaut. Ja, und das ist alles einmal ein bisschen problematisch gewesen. Deswegen müssen wir jetzt mal ganz kurz hier das Loch zubauen. Also die erste entspannte Aufgabe des Tages. Beginnt jetzt. Ach, ist das schön geworden, das kenne ich noch gar nicht. Schön, dass es dir gefällt. Also ich bin da auch echt zufrieden mit. Ich habe nicht alles selber gebaut. Ein paar Sachen, also ich glaube den Snackstand habe ich einfach aus dem, also hier die vorgefertigten, also die Vorlagen genommen. Aber einen Großteil haben wir selber gemacht. Bin ich auch echt zufrieden mit. Bin sehr zufrieden. Emiliana, Hallöchen, wie geht's dir? Schön, dich zu lesen. Und danke für die 13 Monate, das ist ein ganzes Jahr. Wenn ich das so weitermache, kriegt der Lucky hier eine Krise. Weil das, ich die Stärke so doll ausgewählt habe. Von gestern noch überbackenen Kartoffelbrei. Jolini, Hallöchen. Wie geil klingt denn das? Habe ich noch nie gegessen. Mit Käse dann überbacken oder wie? Also ja, vermutlich, ne? Ich mache gleich das erste Mal ohne Thermomix den Datteldip. Bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Aber müsste ja eigentlich. Also wir haben halt so einen Mixer, so einen Topf, wo man das dann reinmachen kann, wo dann so ein Messer drin ist. Eigentlich müsste das funktionieren. Und Luki hat Brot gebacken, weil meine Mama sich das gewünscht hat. Mein Papa hat zwar Geburtstag, aber meine Mama hat sich das... vom Lucky gewünscht. Ich höre dich ja nur, also am besten einfach nicht sagen. Ach so. Ja, stimmt. Mache gar nichts. Hab meine Stärke auf 10%. Alles ganz entspannt, die Manti hier. Sommerbilder, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Sehe wieder schlecht. Oh, ich muss dringend meine Brille zum Optiker bringen, ne? Und die neuen Gläser einbauen lassen.
Ja, das ist wieder, ne? Da muss Lukas erst wieder sagen, Nina, mach jetzt mal. Ich bin echt schlimmer als so ein 15-jähriger pubertierender Teenager. Weil ich habe ja sogar den Sehtest schon gemacht. Ich muss ja nur die Brille halt, also neue Gläser da reinmachen lassen. Gib mir einen Stein. Welche sind das? Habe ich den Stein geküsst? Es reicht mir. Hab gerade schon Mittagessen gemacht, weil ich nachher noch zum Vorstellungsgespräch für mein Praktikum muss. Ganz viel Erfolg. Das klingt ja toll. Das wird bestimmt super. Huch. Komm mal ein bisschen raus hier. Komm mal ein bisschen aus deiner Höhle da raus. So. Und dann machen wir einfach noch so einen Busch daneben. Traumhaft. Und hier. Und auch noch so ein Busch. Ach, super. Oh, hier ist noch ein bisschen Freiheit. Mir geht's sehr gut. Danke, hoffe dir auch. Mir auch. Das ist schön. Ich versuche jetzt zum ersten Mal Matcha Latte zu machen. Mal sehen, ob es was wird. Das finde ich tatsächlich auch sehr interessant. Also, das würde ich, glaube ich, auch gerne mal machen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich es mag. Weil ich weiß nicht, ob ich schon mal Matcha getrunken habe. Nisi, Hallöchen. Und danke für die 41 Monate. Wie geht's? Aber ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen. You got this. Hast du dir so ein richtiges Set gekauft mit so einem... Und so? Sheila, Hallöchen. Strawberry, Hallöchen. Ich hasse es ja, Kartoffeln zu kochen. Liebe Kartoffeln, aber ich hasse es, an die Kartoffel denken zu müssen. Habe jetzt bestimmt seit 2 Wochen ein Gericht vor mir hergeschoben, das ich unbedingt kochen will. Aber dazu gehören Kartoffeln. Gestern fiel mir ein, hör mal, du hast so einen Thermomix. Kartoffeln sind doch kein Hindernis mehr. Ja, das ist wohl wahr. Hast du diesen Kartoffelschäler? Da gibt es doch jetzt auch so einen Kartoffelschäler für, oder? Und... Lukas hat so ein Video über Sterneküche geguckt. Die haben da einen Thermomix gehabt. Halt zum Mixen und sowas, aber trotzdem. Deswegen, mich regt das so auf, wenn Leute so, also ich will diese Diskussion jetzt nicht schon wieder anfangen, aber wenn Leute so absolute Thermomix-Hater sind und so sagen, ja, haben ja nur Leute, die nicht kochen können. Ja, stimmt. Die Sterneköche können nicht kochen, deswegen haben sie einen Thermomix. Das ist halt einfach ein geiles Gerät. Also Lukas meinte, die hatten den, weil das das einzige Gerät ist oder eins der wenigen Geräte, die man einfach eine halbe Stunde laufen lassen kann, ohne das zu überhitzen. Und deswegen kann man das dann auch nicht mit dem von Lidl oder so vergleichen. Das ist einfach nicht das Gleiche. Ich würde durchs Feuer gehen für einen Thermomix, Leute. Also um den zu verteidigen, weil ich bin überzeugt von dem Ding. Auch wenn ich meinen jetzt an Lukas Mama verkauft habe, aber auch nur, weil ich einen persönlichen Thermomix in menschlicher Form zu Hause habe. Dem das nichts ausmacht, die ganze Zeit in der Küche zu stehen. Jani, Hallöchen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Das hasse ich auch, ist doch auch nichts anderes, als nach Rezept zu kochen. Ja, eben, genau das. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass das nur Leute sagen, also die so Superhater sind, jetzt nicht Leute, die sagen, ja, für mich ist das nicht, sondern die, die wirklich sagen, Thermomix haben nur Leute, die nicht kochen können. Das sind die Leute, die den Thermomix noch nie ausprobiert haben. Die noch nie dieses Gerät benutzt haben. Weil wenn man den schon mal ausprobiert hat, dann merkt man einfach, dass es einfach ein sehr praktisches Gerät ist und man da halt einfach ein All-in-One-Gerät hat und nicht dann einen Mixer, einen Handmixer, einen Wasserkocher, einen Dampfgarer, keine Ahnung, was man noch alles an Küchengeräten haben kann, extra hat, sondern man hat halt alles in einem Gerät. Und wenn man diese ganzen Geräte hochwertig kauft, kommt man auch ähnlich, also auf den ähnlichen Preis, wie ein Thermomix kostet. Jetzt nicht unbedingt, aber wenn man sich alleine einen Hochleistungsmixer kauft, hier diese Vitamix oder wie sie heißen, die kosten ja auch schon 700 Euro oder sowas. Deswegen finde ich das einfach, also ich finde alle Argumente, die gegen den Thermomix sprechen, also die kann ich widerlegen.
Der ist teuer, auf jeden Fall. Natürlich ist er teuer. Aber es ist halt so, wie ich gerade gesagt habe. Wenn man, also er ist sein, für seinen Preis halt, also für den, für das, was er leistet, ist es halt einfach gerechtfertigt. Letztens habe ich alles mittags vorgeschnitten, der Mann musste nur noch alles reintun abends. Leute, ich wurde das erste Mal aufwendig bekocht, süß. Dieses Gefühl, wenn die Soße eine halbe Stunde kocht und du eine Zeit auf der Couch sitzen kannst, weil der Thermi rührt. Genau das. Und das hat ja nichts damit zu tun, ob man kochen kann oder nicht. Das ist ja halt einfach... Man kann sagen, dass es vielleicht ein bisschen Faulheit ist. Ja, kann man sagen. Aber wer dann irgendwie sagt, ja, du bist zu faul. Du bist faul, weil du einen Thermomix benutzt. Ja, okay, bin ich's halt. Mit Stolz. Außer, dass er Platz braucht. Naja, nee, eben nicht. Weil, wenn ich diese ganzen Küchengeräte kaufe, die ich gerade aufgezählt habe, und das hatte ich früher fast alles, dann nimmt es halt nicht mehr Platz weg. Dann nimmt es halt weniger Platz weg, wisst ihr? Das ist nicht faul, das ist effizient. Genau, so nehme ich. Also, wie gesagt, ne, jeder kann ja machen, was er möchte. Und das ist ja das, was ich damit aussagen möchte, dass mich diese Leute nur aufregen, die halt sagen, das Ding wäre kacke und man könnte nicht kochen, obwohl sie es noch nie benutzt haben. Ob das für einen geeignet ist oder nicht, ne, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Aber dass man dann dafür gehatet wird, dass man einen hat. Also man muss ja nur mal unter ein Video gucken, wo ein Thermomix benutzt wird. Da denke ich mir mal, haben die Leute keine Hobbys? So, also deren Leidenschaft ist Thermomix-Haten. Lila, danke für die 10 Monate. Vielen, vielen Dank. Und vor allem finde ich, wenn man Kinder hat, finde ich einen Thermomix so toll. Nicht nur, wenn man jetzt zum Beispiel Brei füttern möchte, um das halt zuzubereiten. Man hat automatisch auch einen Dampfgarer, kann dann halt auch, wenn man so Baby-Led-Weaning macht oder so, denen auch wirklich das Essen da dampfgaren oder sowas. Und ich finde es halt auch toll, um mit Kindern zu kochen, weil die dann halt alles einfach da reinschmeißen können und ne, das, dann kannst du denen sagen, guck mal, du füllst da jetzt so viel rein, bis da, keine Ahnung, eine 5 steht oder was weiß ich. Also ich finde das halt einfach toll. Es ist einfach ein tolles Ding. Da kann mich keiner vom Gegenteil überzeugen. Und ich habe dieses Geld, was ich da rein investiert habe, nie bereut. Nicht eine Sekunde. Und ich habe ihn jetzt nach 4 Jahren, glaube ich, oder 3 Jahre, wie lange hatte ich den denn? Ich glaube 3 Jahre, habe ich ihn an Lukas Mama verkauft und habe immer noch einen tollen, also habe einen Freundschaftspreis gemacht und noch einen tollen Preis dafür bekommen. Eigentlich ist er sogar noch mehr wert. Also, ja. So nehme ich. Finde nicht, dass man deshalb nicht kochen kann. Mir persönlich nimmt es aber den Spaß am Kochen. Und genau so geht es Lukas auch. Und deswegen habe ich den ja auch verkauft. Also deswegen wusste ich, okay, es macht keinen Sinn, dass wir den behalten, weil Lukas halt einfach gerne in der Küche steht und kocht und selber umrührt und keine Ahnung was. Das macht er einfach gerne und dann ist das einfach auch kein Gerät für ihn. Und das ist ja absolut in Ordnung. Ne? Also darum geht es auch gar nicht. Ich sage nicht, dass der Thermomix... Das ist genau wie mit HelloFresh. Ne? Also es gibt einfach Sachen, die sind für einen geeignet oder die erleichtern einem das Leben und für die andere Person halt eben nicht. Und beauftragte Erwerbung. Ja, also wenn sich jetzt jemand einen Thermomix wegen mir kauft, möchte ich bitte Provision haben. Was mich auch immer fragt, der Thermomix macht ja dann selbst zum Beispiel andünsten, Dampfgarn, kochen etc. Weiß man dann noch, was das bedeutet? Ich hätte auch gern einen, aber ich habe halt echt zu wenig Platz dafür. Wie meinst du das? Also zum Beispiel Dampfgarn musst du ja dann mit diesem Varoma, den du da oben drauf setzt und sowas. Also man kann halt schon unterscheiden, was der gerade macht. Alleine auch am Geräusch hört man das. Und was jetzt, was ja auch noch ein Riesenunterschied, also was dieses Ding für mich so geil gemacht hat, der kann sich halt selber sauber machen. Ne? Sauber selber machen. Du machst da Wasser und Spüli rein und der macht sich dann selber sauber. Das ist das Beste an diesem Teil. Und vor allem, wenn du irgendwie Teig oder so da drin gemacht hast, dann erhitzt der das Wasser sogar, damit sich das besser löst und sowas. Ihr könnt mich nicht vom Gegenteil überzeugen. Könnt ihr nicht. Wir haben allen Babybrei immer selbst gekocht und alle meinten immer, war es voll aufwendig, aber mit Thermi eben nicht. Wir haben in den Schichten dann alles einzeln, aber gleichzeitig zubereitet, dann püriert und in Eiswürfelform eingefroren.
Dann konnte man immer verschiedenes auftauen und kombinieren. Heute ein Würfel Möhren und einer Kartoffel und morgen was anderes. Ja, voll. Also ich glaube, das würde wahrscheinlich ähnlich auch bei uns laufen, wenn wir mal Kinder haben. Weil ich mir vorstellen kann, dass Lukas natürlich auch jeden Tag frisch kochen möchte. Also ich glaube, Babygläschen kommen uns nicht in die Tüte. Obwohl ich tatsächlich, also ich glaube, ich finde, also ich gucke manchmal so Videos, ich weiß, Kinder im Internet, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da möchte ich jetzt auch gar nicht drüber sprechen. Aber ich gucke manchmal so Videos, wo halt die halt Baby-Led-Weaning machen. Das heißt, die Kinder kriegen direkt das Essen, was die Eltern eben auch essen oder beziehungsweise halt einfach richtiges Essen. Also jetzt kein Brei, meine ich damit. Und ich finde das immer so toll, was die Kinder dann alles schon essen. Und ich habe immer das Gefühl, also hatte ich auch im Kindergarten das Gefühl, dass die Kinder, die halt einfach direkt das mitessen, was die Eltern essen, dass die nicht so wählerisch beim Essen werden. Und das hoffe ich halt auch, weil ich möchte kein Kind haben, was wählerisch beim Essen ist. Ich weiß, das kann man nicht beeinflussen, aber, also doch, ich finde schon, dass man es ein bisschen beeinflussen kann. Ich habe jetzt noch keine Kinder, aber ich stelle mir das halt so vor und so, was ich halt so gelesen habe und so mitbekommen habe und sowas. Und deswegen finde ich Baby-Led-Weaning halt super interessant, also dass die halt direkt richtiges Essen bekommen. Und ich glaube, das würde wahrscheinlich bei uns auch so laufen, dass wir halt, also egal ob jetzt Brei oder eben Baby-Led-Weaning, aber dass, ja, Lukas halt da immer frisches Essen macht. Zumindest halt auch so vorbereitet, wie du jetzt gesagt hast, ne, dass man das halt einfach da nur noch schnell wieder auftauen muss oder sowas. Das ist echt super. Jasmin, mir geht's sehr, sehr gut. Ich hoffe dir auch. Das ist ein bisschen blöd immer. Ich muss das mal ganz kurz ein bisschen dicker machen hier. Ich habe halt leider auch zu wenig Stellfläche in der Küche, sonst hätte ich eventuell auch einen mittlerweile. Ja, kann ich verstehen. Also dahingehend stimmt das natürlich schon. Wenn man jetzt halt gar keinen Platz für Küchengeräte hat, dann nimmt der natürlich schon Platz weg. Aber im Endeffekt, ne, braucht man halt dann auch, also du brauchst ja theoretisch fast nicht mal mehr eine Schneidefläche, weil du theoretisch nicht mal richtig mehr so schneiden musst. Wisst ihr? Also, ja. Deswegen finde ich das einfach toll. Das war mein Überredungsargument Nummer 1 letzten Sommer. Wir wollen doch Kinder, glaubst du, dann stehe ich noch in der Küche und Babybrei desinfizieren, geht alles. Früher dachte ich auch immer, ach, brauche ich nicht, mache ich alles auch ohne. Aber ja, wie ihr schon sagt, das ist eine Erleichterung. Ja, genau. Und ob jemand diese Erleichterung halt möchte oder nicht, kann man dann ja für sich selber entscheiden. Ne? Und Lina, Hallöchen. Und Plauderkuh, Hallöchen. Blazy, Hallöchen. Schön, dass ihr alle da seid. Und Annika, Hallöchen. Baby-Led-Weaning fand ich auch super und wollte es auch gerne probieren, aber unsere Minimaus hat es null angenommen in den ersten Monaten. Wir haben auch erst mit 7 Monaten angefangen, da war es dann einfach wichtiger, dass sie was isst und dann gab es halt Brei. Ich finde, das ist sowieso so, also ich habe das ja schon mal gesagt, ich finde diese Mom-Shaming und generell einfach, ne, also Elternwelt ganz schlimm, so was das Judging angeht. Oh mein Gott, das waren so viele Anglizismen, es tut mir sehr leid, dass ich nicht die deutschen Worte benutze, aber ich finde das so schlimm, dass da so viel übereinander geurteilt wird. Ich finde, jeder, also die meisten Menschen, nicht jeder Mensch wurde zum Elternteilsein geboren, aber die meisten Menschen wissen ja immer selber am besten, was für ihr Baby das Beste ist. Und wenn du dich dafür entscheidest, ich möchte mein Baby Brei geben, ich möchte meinem Baby richtiges Essen geben, ich möchte mein Kind nur stillen oder was auch immer. Ich glaube, ja, ist auch egal. Also, jeder weiß doch, was das Beste für sein eigenes Kind ist. Und dass dann da überhaupt jemand so sagt, ja, nee, halt deinen Mund. Regt mich jetzt schon auf, obwohl ich noch nicht mal eine Mutter bin. Also, ich glaube, das wäre auch wirklich etwas, was ich überhaupt gar nicht teilen würde, so. Also, es gibt ja super viele so Mom-Fluencer, also die halt, deren Content es halt ist, über das Elternsein zu sprechen und sowas, könnte ich einfach mental nicht, weil die Leute mich einfach alle so aufregen würden. Weil man das ja wirklich immer überall mitbekommt, es wird ja immer korrigiert, immer, egal was es ist.
Egal was es ist. Nee, das ist aber nicht gut fürs Kind. Nee, das ist anders. Nee, das ist, also nee. Nee, das darfst du nicht machen. Und nee, das ist verboten. Und nee, also das, ne, wenn jetzt etwas super gefährlich für ein Kind ist, zum Beispiel bei Weintrauben, ne, dass man die halt klein macht, weil die sich sonst, also weil die dann sonst dran ersticken können, oder Heidelbeeren ist das, glaube ich, ne? Das, klar, wenn eine Mama das jetzt nicht weiß, dass man da nett drauf hinweist, ne, das ist ja was anderes. Aber wenn es um Dinge geht, die halt jeder einfach für sich selber entscheiden kann, so, wo das Kind nicht von stirbt, ne, das klingt jetzt alles schlimm, aber wisst ihr, was ich meine? Also ob mein Kind jetzt einen Rock trägt oder eine Hose, nee, das ist ja so kalt, oder, also wisst ihr, da kriege ich jetzt schon die Krise, Und das ist ja nicht nur im Internet so, sondern im Real Life auch, was mir manchmal so erzählt wurde, das habt ihr ja auch schon oft erzählt, dass in eurem Umfeld das halt auch einfach passiert. Dass im Real Life das noch viel schlimmer ist. Deswegen rede ich nicht mit anderen Müttern über die Kinder und wie man was macht. Erstens will ich mich nicht rechtfertigen, nicht verurteilt werden und es aber gleichzeitig nicht urteilen. Ich habe zum Beispiel beide Kinder sehr lange gestillt und die Blicke teilweise, gerade von anderen Müttern, könnte ich kotzen, ne? Könnte ich kotzen. Dann könnte ich wirklich kotzen. Julia, Hallöchen, herzlich willkommen. Und Christi, Hallöchen, herzlich willkommen. Interessante Themen, ihr erwartet in 6 Wochen. Oh, mein erstes Kind, wie schön. Herzlichen Glückwunsch. Bin Kinderkrankenschwester, möchte später auch gerne Baby-Led-Weaning ausprobieren. Ja, voll cool. Also ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz wunderbare Kennenlernzeit, eine schöne Geburt. Auch das Thema Geburt. Dass da überhaupt irgendwie geurteilt wird. Ja, wie? Du hast einen Kaiserschnitt machen lassen. Wie? Du hast eine PDA. Heißt es PDA? Ich vergesse es immer. Bekommen. Junge, lass mich doch. Mein Körper, mein Baby, lass mich in Ruhe. Also, wenn diese Leute mal diese Energie, die die da rein investieren, in sich selber investieren würden, ne, wäre die Welt ein besserer Ort. Ich sag immer, wenn die ganze Welt so wäre wie Lukas, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Das klingt jetzt kitschig, aber das meine ich nicht mal kitschig, sondern weil Lukas immer alle einfach machen lässt und immer sagt, ja, lass sie doch. Außer halt bei wichtigen Sachen. Da setzt er sich dann halt da ein und ich glaube, es würde keinen Krieg mehr auf der Welt geben, wenn alle so wären wie Lukas. Also, ja. Ich glaube, es, allen Menschen würde es einfach besser gehen. Macht mich immer so aggressiv, ja, voll. Obwohl man halt selber noch gar nicht betroffen ist, ne? Aber es macht einen einfach so sauer. Ja, voll. Und man kann halt so viel planen und tolle Ideen haben, wie man will. Und dann hat dein Kind seinen eigenen Kopf und es läuft ganz anders. Genau. Man weiß ja auch überhaupt nicht, ne? Also es gibt ja auch einfach Kinder, die schreien den ganzen Tag so. Und also da muss man das Leben ja dann nochmal komplett anders planen, als man sich das vielleicht dachte, dass man, keine Ahnung, das Kind die ganze Zeit in so eine Wippe legen kann. Aber wisst ihr, also, ja. So, Tori, Hallöchen. Meine Cousine hatte eine Hausgeburt. Ja, also, da dürfen die Leute sich ja auch immer sehr viel anhören, ne? Kaiserschnitt ist die einfache Variante, da hast du es dir leicht gemacht, könnte ich kotzen, das ist halt alles andere als leicht. Also, ich habe mir vorgestellt, als ich jetzt operiert wurde und danach, als ich so das erste Mal aufgestanden bin, so habe ich mich auch so, also ich habe mir so gedacht, wahrscheinlich fühlt es sich so ähnlich an, wenn man einen Kaiserschnitt hatte, weil der Druck ja da unten sehr stark ist und ne, man halt Wunden hat und man sich nicht gerade hinstellen kann und sowas. Und dann habe ich mir auch so gedacht, wie kann man da behaupten, dass es einfach wäre? Also natürlich eine Geburt, also eine natürliche Geburt ist heavy für den Körper, aber ein Kaiserschnitt und die Regeneration ist auch heavy. Also, ja. Okay, ja, danke schön für die 8 Monate. Und Vicky, danke noch für die 25 Monate und schön, dass du da bist. Bin sehr gespannt, wie es läuft, weil ich dann auf der anderen Seite bin. Ja, stimmt. Arbeite auf der Entbindungsstation normalerweise und bin dann selbst eine der Patienten. Wie spannend, ne? Das muss ja auch so cool sein. Dass man halt auch so genau weiß, was jetzt passiert und so. Voll cool. Also ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Am schlimmsten finde ich dieses Warte mal ab bis. Ich habe die Tage noch ein Video gesehen, wo so eine irgendwie geschrieben hat, ja, dieser Moment, wenn dir einfällt, dass du im Sommer Elternzeit hast und den Sommer mit deinem Kind genießen kannst. Ja, warte erst mal ab und du willst es
du wirst nicht in der Sonne sitzen können. Lass die Mama doch einfach ihr Leben genießen. Nur weil ihr euer Leben hasst, müssen doch nicht alle ihr Leben auch hassen. So. Also, wenn ihr solche Kommentare von irgendwoher bekommt, Leute, es liegt nie an euch, sondern immer an der Unzufriedenheit der anderen. Also nehmt es nie persönlich. Kailun, danke schön für die 4 Monate. Vielen, vielen Dank. So, jetzt mache ich hier eine Stromversorgung rein. So nehme ich. Ich hatte letztens ein Video gesehen, wo eine Mutter ein Schreibaby hatte und sie einfach am Ende ihrer Kräfte war und geweint hat. Da schreiben die Leute allen Ernstes, ja, nee, ein Kind schreit nicht ohne Grund. Mach doch mal dies und ja, vielleicht mal füttern statt filmen. Oh, Hilfe. Apropos Kinder, ich hole jetzt meine Tochter von der Kita ab. Mach das, Grissel. Ich saß so oft mit meinen Jungs im Schwimmen und habe mein Leben genossen. Ja, und das ist das, was ich meine. Also natürlich, es gibt immer verschiedene Umstände, die einem das Leben schwerer machen, als man das vielleicht geplant hat. Aber es hat auch immer ein bisschen was mit der eigenen Einstellung zu tun und wie man an Dinge rangeht und wie man natürlich auch an der Lebenssituation, ne? Wenn ich jetzt eine alleinerziehende Mutter von Drillingen bin, dann ist es natürlich schwieriger. Aber wisst ihr, was ich meine? Also mich stört es so, wenn dann schon immer alles schlecht geredet wird, obwohl man die Situation von der Person ja nicht kennt. Wenn diese Person sich darauf auf den Sommer mit seinem gesunden Kind freut, ist es doch einfach was Schönes. Wieso muss ich das dann schlecht reden? So, ist doch total toll. Bea, musst du kurz Rage ins Mich lesen? Es macht mich umgekehrt auch so aggressiv, wenn Mütter einem arrogant zu verstehen geben, dass man ja keine Ahnung von Kindern hat, nur weil man selbst keins hat. I'm sorry, dass ich seit über 10 Jahren mit Kindern und Jugendlichen arbeite. Natürlich weiß ich nicht, wie man mit einer Gruppe Jugendlichen umgehen muss, die ich seit 10 Jahren betreue. Und natürlich weißt du es besser, nur weil du 3-mal snoost und mit verlogen. Das ist der schönste Begriff für eine Schwangerschaft der Welt. Das macht dich natürlich direkt zu einem größeren Profi. Das denke ich mir auch so oft. Natürlich ist es nochmal was anderes, wenn man eigene Kinder hat. Dann empfindet man das auch nochmal anders. Es war ja auch im Kindergarten so. Die Kinder waren bei uns, die waren die Engel. Die waren die tollsten Kinder der Welt. Und die Eltern kamen und auf einmal haben die Kinder nicht wiedererkannt. Also natürlich sind die Kinder mit den Eltern immer nochmal anders und so. Das ist alles nochmal, ne? So, wenn man eigene Kinder hat, es ist alles nochmal besonderer. So. Aber auch so dieses, ja, du weißt ja gar nicht, was Müdigkeit ist, weil du hast ja keine Kinder. Okay. Okay. Na gut. Leben und leben lassen, genau. Das ist das beste Motto. Mütter sind auch nur Menschen und auch Mütter leben zum ersten Mal, ja. Niemand ist perfekt, niemand weiß es zu 100% richtig, weil es eben keinen richtigen Weg gibt, genau, ja. Und ich finde, also lieb gemeinte Tipps, wenn man gefragt hat, sind ja auch immer etwas Tolles, ne? So, hey, keine Ahnung, ich sehe, du kommst mit deiner Milchpumpe nicht klar, es gibt eine richtig tolle Milchpumpe hier, so. Aber dieses Ungefragt und dieses Urteilen und du schadest deinem Kind damit, wie du das machst. Wenn man jetzt jemanden sieht, der sein Kind falsch in der Trage hat oder sowas und das Kind kann davon wirklich körperliche Schäden bekommen, ne, dann kann man jemanden nett darauf hinweisen. Aber Luzi, danke für die 8 Monate. Kailun, habe ich schon Danke gesagt? Ich glaube schon, ne? Aber ich sag nochmal Danke für 4 Monate. Vielen, vielen Dank. Also Snoozen mit Füllung war schon fantastisch, ja. Meine Eltern haben meinen Bruder genauso erzogen wie mich und trotzdem ist er das komplette Gegenteil von mir. Ihm ist Schule egal, er teilweise mega respektlos gegenüber Lehrern und Betreuern und die anderen Eltern geben meinen Eltern die Schuld, obwohl ich halt null so bin wie er. Manchmal hat das Verhalten der Kinder halt nichts mit der Erziehung zu tun. Ja, es hat auch ganz viel mit dem Umfeld zu tun, ne? Und halt einfach auch mit den genetischen Mitbringseln. ja, das stimmt.
Nee, stimmt, vor der Minimaus war ich auch einfach noch nie müde. Das ist so ein Blödsinn. Ja, ne, also ich verstehe, was die meinen. So, natürlich ist es super anstrengend und so. Aber ich finde das immer so, ich finde das so gemein, wenn man das sagt. So, ja, nee, du darfst ja nicht müde sein, weil du hast ja keine Kinder. So, hä? So, jetzt speichern wir, damit wir nie wieder in diese Höhle gehen müssen. So, ja, hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich letztens so zu meiner Mama, ich bin so müde. Ich habe 3 Nächte nicht geschlafen. Sie, warte mal ab, wie wenig du mit Kind schlafen wirst. Danke, Mama, auch schwanger. Habe ich das Recht, müde zu sein? Ja, gerade schwanger. Du brütest ein Kind aus. Also natürlich muss dein Körper, also ruht er sich dann mehr aus als normal. Also generell dieses Absprechen von Gefühlen und Problemen und sowas. Also ich meine, das war ja auch der wesentliche Punkt, weswegen ich so lange gebraucht habe, meiner Diagnose auf den Grund zu gehen, weil ich immer dachte, allen anderen geht es ja schlechter. Alle anderen haben ja viel mehr Schmerzen als ich. Aber man hat ja immer noch seine eigene Empfindung und seine eigenen Bedürfnisse und Probleme. Und das hat ja nichts mit anderen zu tun. So. Ich bin ja auch überzeugt, wenn wir uns weniger Gedanken darüber machen, was andere anders machen als wir und unsere Nasen nicht übereinstecken, leben wir selbst auch viel glücklicher. Und das ist so wahr. Ja. Deswegen sage ich ja so oft, dass ich so gerne mehr wie Lukas wäre. Weil er kann das halt so gut. Er kann das so gut. Übrigens ist die Minimaus heute als Minimaus in der Kita, habe ich gestern bei Lukas gelesen. Super süß. Das hast doch du geschrieben, oder? Ich glaube schon. Und Eva, hallöchen, schön, dass du da bist. So, okay, also. Wir haben jetzt die Höhle fertig, wir haben Strom. Warte mal, wir müssen noch ganz kurz den Fröschen den passenden Bereich einstellen. Das muss ein bisschen wärmer. Passt das so für euch? Ja, gut, dass ich reingespeichert habe. Dieses Gagspiel, ey. Gut. Play drücken dürfen wir nicht, Leute. Play drücken ist verboten. Wenn mich jemand fragt, wo man drauf achten muss, was die Zähne angeht, dann bin ich ehrlich und gebe Ratschläge. Aber mir würde es nie einfallen, irgendeiner fremden Mutter da was zu sagen, wenn sie nicht fragt, gerade im Internet. Ja, ich schüttel auch den Kopf, wenn eine Mutti an mir vorbeigeht und ich sehe, dass sie eine Saftflasche fürs Fläschchen dabei hat. Aber da denke ich mir ganz ehrlich, mach, was du denkst und sag ihr nicht, hey, das ist aber ungesund. Ja, das stimmt. Aber was mir auch mal aufgefallen ist, viele Menschen wissen auch einfach, also ich wünschte, in der Schule würde mehr, also würden Lebensmittel besser thematisiert werden. Weil ich habe das Gefühl, so viele Menschen haben so ein verblendetes Bild von gesunder Ernährung. Also, dass man zum Beispiel halt denkt, Saft wäre gesund. Jetzt nicht mal auf Eltern und Kinder und so bezogen, sondern einfach generell. Einfach der Fakt, dass man denkt, Saft wäre gesund. So, das ist halt bei so vielen Sachen so. Ich habe gestern noch ein Video angeguckt von so Taquitos, ne? Das sind so Rollen, die dann frittiert werden. Das ist mexikanisch. Es war auch ein amerikanisches Video und da ist es dann nochmal ganz andere. Die haben gefühlt gar keine Ahnung von gesunder Ernährung. Aber dann hat sie halt eine Variante gezeigt, die ein bisschen gesünder ist, ne? Wo das eben nicht frittiert wird und mit Gemüsefüllung und so weiter. Und dann hat da wirklich jemand drunter geschrieben, also auf Englisch halt irgendwie, nicht gesund ist hier die falsche Betitelung, weil Taquitos sind ja gar nicht gesund. Das sind ja Fake News und bla bla. Und dann hat jemand da so drunter geschrieben, also ja doch, das ist nicht gesund, das wird frittiert und alles, was frittiert wird, ist erstmal nicht gesund. Nee, es gibt ja auch gesunde Fette wie Kokosöl und bla bla. Dann denke ich mir so, ja, frittierst du deine Taquitos in Kokosöl? So, kannst du mir nicht erzählen. Und ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, also ich wünschte, das wäre halt mehr in der Schule thematisiert worden, weil wir haben über diese Ernährungspyramide mal was in der Schule gelernt, ne, so wie das aufgebaut ist, aber so richtig über Lebensmittel allgemein. Ich meine, meine Tante hat mir mal so ein, hat gesagt, ja, ich esse ja jetzt auch immer Obst zum Frühstück. Ja, und dann war das so dieses,
die man auch im Flugzeug mal bekommt oder so, weißt du? Oder bei McDonald's, dieses Cocktail-Ding mit diesem komischen Obst drin, wo noch 500 Gramm Zucker mit drin sind, wisst ihr? Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass so viele einfach nicht kein Grundverständnis dafür haben, was gesund ist und was nicht. Ja, also ich meine, generell ist bei Ernährung ja so, dass die Balance immer entscheidend ist, aber halt einfach so ein Grundverständnis für, was ist eigentlich gesund und was nicht, eben wie zum Beispiel bei Saft. Dass man halt einfach denkt, also natürlich ist es nicht schlimm, wenn ich jetzt ein Glas Saft trinke, aber man soll halt nicht denken, dass es das gleiche ist, wie wenn ich jetzt ein Glas Wasser trinke. Wisst ihr? Genau, die Bananenfrau auf Instagram ist das beste Beispiel. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Und ne, wie Kat schon schreibt, sie ist eine Ernährungsberaterin angeblich. Und das ist so ungesund, was sie da macht. Sie isst so viele Bananen am Tag. Und natürlich sind Bananen erstmal gesund. Aber nicht, wenn man 500 Kilo Bananen am Tag isst. Super viel Saft. Also das Essverhalten von anderen zu kommentieren, ist immer bedenklich und sollte man nicht machen. Aber das ist wirklich, das ist gefährlich für die Gesellschaft, was sie da zeigt. Vor allem halt als Ernährungsberaterin. Also, dass man halt sagt, ich bin ein Profi auf meinem Gebiet und so wie, dann denkt man ja automatisch, ja, so wie sie ist, ist halt gesund, weil sie ist ja eine Ernährungsberaterin. Und, oh, uiuiui. Ciao mit V, danke schön für die 13 Monate, vielen Dank. Und so, ja, hatte ich schon, ich weiß nicht, ob ich schon Danke gesagt habe. Danke für die 21 Monate. Dankeschön. Ja, Caro, die ist halt in den letzten Wochen so ein bisschen viral gegangen, sag ich mal, weil sie halt wirklich, es ist heftig. Also, ich möchte nicht mal die Mengen kommentieren, die sie an normalen Lebensmitteln, also wenn sie sich dann ihr Abendessen macht oder so, ne, das ist ihre Sache, wie viel sie davon isst. Aber diese Menge an vermeintlich gesunden Lebensmitteln, wie halt zum Beispiel Bananen, das ist einfach nicht gut. Ja. Ja, wir haben gerade über die Bananenfrau geredet. Ja, naja. Genau, die mit dem Bananeneis. Also, es ist einfach nur bedenklich. Also, ja, keine Ahnung. Ganz schlimm. So, jetzt kriegen die Frösche, aber wir versuchen es jetzt nochmal. Okay. Wir wollen doch nur, dass die Frösche nicht frieren. Noch mehr? Noch mehr? Ja. Super. Vor allem haben Bananen auch so viel Zucker. Genau, und das ist der Punkt. Natürlich ist eine, und das ist das, was ich meine, eine Banane ist erstmal super gesund. Aber auch eine Banane enthält Fruchtzucker. Und Fruchtzucker ist nicht, also ist ein gesundes Leben, also ne, das ist wichtig für den Körper und für die Ernährung und so weiter. Aber eben in der Balance. Und alles, was eine Disbalance, wenn, also ne, alles, was über einer was eine Disbalance auslöst, ist dann halt schwierig. Und das ist das, was ich meine, dass so viele halt einfach kein Verständnis dafür haben, dass sie so denken, oh ja, Banane ist ja gesund, dann kann ich davon ja 20 am Stück essen. Wisst ihr, das ist, ja. Das wünschte ich, dass das in der Schule mehr thematisiert werden würde. Ich finde solche Videos als eine Person in Recovery besonders schlimm, vor allem wenn sie behaupten, Experten zu sein. Genau das meine ich. Weil man eben denkt, ja, die Person ist ja ein Experte auf dem Gebiet, dann muss das ja richtig so sein, wie sie das macht. Ja, ich möchte jetzt natürlich auch niemanden hier irgendwie triggern oder sowas. Ich hoffe, das ist jetzt nicht für niemanden schlimm. Aber ja. Oh, jetzt sind wir. Die wohnen doch erst 3 Minuten hier. Wie können denn jetzt schon Aktivisten kommen? Ich dachte wirklich auch am Anfang, die verarscht einen. Also ich glaube tatsächlich, dass sie das auch ein bisschen macht, um zu provozieren. Aber ich glaube, sie vergisst, dass sie ihre eigene Gesundheit aufs Spiel setzt. Also, ja. In Maßen, nicht in Massen. Das ist gut gesagt. Das ist sehr gut gesagt. So, jetzt kriegen die Elche gleich eine mittelschwere Krise, weil die, weil der Elch ausgewachsen ist. Wir müssen mal ganz kurz die Tierpfleger zuweisen.
So. Das, 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 das und das. Hä, hey, warte mal, habe ich da jetzt zwei? Nee. Okay. So, und dann sollte ja jetzt auch hier gleich den Verkäufer. Ach, da sind der Verkäufer. Sehr gut. Sehr gut. Ich hatte meine Magenschleimhautentzündung und konnte nur zwei Wochen nur Bananen bei mir behalten, weil alles andere wieder rauskam. Habe in 2 Wochen 10 Kilo abgenommen. Das klingt im ersten Moment vielleicht toll, aber war es nicht. War hyper ungesund und mir ging es auch nicht gut. Ja, genau. Och, warum das denn jetzt? Steckt die fest? Hier, geh dahin. Besser? Ist besser, ne? Ja, schön. Freut mich. Mit dem Provozieren bekommt sie halt Klicks, ja. Das ist genau das, was ich gerade meinte. Also ich glaube, dass sie das... Och, Junge! Dass sie das mittlerweile schon ein bisschen extra macht. Ich bin gelernte Drogistin. Eines unserer Fächer ist Gesundheitslehre, wo es wirklich viel um Ernährung geht, mit wie viel Fette, Ballaststoffe, Eiweiße und all sowas. Es wird sich auch mit Zucker beschäftigt, mit Vitaminen, Mineralstoffe. Ich finde, das sollte als generelles Schulfach geben, weil das so interessant und wichtig ist. Voll! Ja. Und generell auch sowas, ne, dass Fett erstmal nichts Schlimmes ist. Also Fett und Kohlenhydrate werden ja so oft verteufelt, aber die sind so wichtig für den Körper. Und dieses Verständnis fehlt halt so vielen. Und das wünschte ich einfach, wie du sagst, dass das viel mehr in der Schule halt rübergebracht wird und dass, ja, dass man da einfach ein besseres Gefühl für bekommt. Ich glaube tatsächlich, dass es dann auch viel weniger Jugendliche gäbe, die mit Essstörungen zu kämpfen haben. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es sich positiv dahingehend auswirken würde. Ich mache mir jetzt einen Caprese-Salat. Lass es dir schmecken. Das klingt sehr gut. Wir haben nach den Ferien eine Wissenschaftswoche. Das ist eine Woche, in der man sich mit einem bestimmten Thema intensiv auseinandersetzt. Ich habe Biologie gewählt und das Thema ist gesunde Ernährung. Sehr schön. Das klingt toll. Oh Mann, was ist denn mit euch? Warum? Oh nee, seid ihr schon wieder alle. Aber es funktioniert noch, ne? Voll gut, nicht wahr? Das ist alles super gut, freut mich. Oh, Shawnita ist verstorben. Dann holen wir mal noch einen neuen Grizzlybär, glaube ich, oder? Haben wir hier noch einen drin? Fargo. Der ist zwar auch schon unfruchtbar. Aber dann kriegt er jetzt noch eine neue Schnitte. Eine Avocado zum Beispiel ist auch fettig ohne Ende, hat aber ja gesunde Fette. Heißt jetzt nicht, dass man davon drei am Tag essen soll. Genau. Einfach so dieses Grundverständnis dafür, was Lebensmittel eigentlich sind. Ja, dann kaufen wir doch einfach die hier. Komm, die kriegt noch einen schönen Lebensabend bei uns. Ich habe sie noch nicht gekauft, oder? Ich dachte, das wäre Geld. Oh mein Gott, ich hätte gerade fast 1000 Arterhaltungspunkte ausgegeben. Oh, ich bin so eine dumme Nuss. Nee, nichts passiert, Leute. Alles gut. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, ob sie dann das überhaupt alles isst, trinkt und ob sie es nur fürs Video zeigt und den Rest wegkippt oder wegschmeißt. Das wäre auch echt hart. Sie hat sich ja tatsächlich letztens auch extra gefilmt dabei, wie sie eine bestimmte Menge isst. Und das finde ich halt, also ich stelle mir das als Person mit einer Essstörung so schlimm vor, dann zu sehen, wie sie sich da halt das Essen, also ja, wie gesagt, ich möchte das, die Menge eigentlich gar nicht so kommentieren, weil das ist, ne, so, aber ich finde da alles einfach nur schrecklich dran. Die dunkle Königin, Hallöchen, herzlich willkommen. Man stelle sich dann vor, man hat eine Krankheit wie Diabetes, was man sich bezüglich Ernährung, vor allem Zucker, dann alles anhören darf. Ja, das glaube ich dir. Ja. Low Carb und High Protein. Ja, aber No Carb und Only Protein auf keinen Fall. Ja.
Ja, ja. Also ich meine, dass Kohlenhydrate wichtig für den Körper sind, hat man ja zum Glück in der Schule wenigstens gelernt. Aber ich habe das Gefühl, das haben viele vergessen. Also ich habe es zumindest im Bio gelernt. Ja, genau, die Sushi-Rollen meinte ich auch, Mimi. iMacU, liest dir gerne mal die Regeln durch. Also, ne, ich freue mich total, wenn ihr gerne meinen Content guckt und so, aber stell dir mal vor, hier würde jetzt jeder reinkommen und sagen, Nina, grüß mal die Person, grüß mal die Person, grüß mal die Person. Dann wäre das hier ja nur ein Grüßstream, so, wisst ihr? Und deswegen haben wir als Regel, dass ich im Stream jetzt nicht so Leute einfach so grüße. Weißt du? Ihr könnt gerne Hallo schreiben, dann sage ich euch gerne Hallo und lese eure Nachrichten vor und so weiter. Aber ja, dieses ganz normal Grüßen ist halt immer so irgendwie doof. Also ich komme mir dann halt auch doof vor, muss ich sagen. Mann, das ist echt blöd da hinten. Habe ich ein Männchen gekauft? Nicht mein Ernst. Das kommt davon, wenn man so viel quatscht, ne? Ja, gut. Warte mal, können wir ihn dann nicht? Unfruchtbare Tiere können nicht freigelassen werden. Ja, guck mal. Er kommt jetzt für seine restlichen Tage im Tierhospiz, wo er ein bisschen chillen kann. Schön. Oh Gott. Also danke für den Hinweis, Fiona. Und Flamefox, Hallöchen, herzlich willkommen. Morgen Grüßstream, ja genau. So, nehmen wir die gute Dame doch. Jetzt passt es aber. Ach, ist das schön, hier heute nochmal so richtig was mitzukriegen. War schon viel zu lange nicht mehr richtig anwesend hier. Schön, dass du da bist, Bea. Oh Mann, seht ihr, guck. Ja, und warum? Weil ihr jetzt zu viele seid, ne? Nee? Ach. Pech. Sitzt da jetzt schon wieder jemand da? Aber was ist denn? Ist der Stein das Problem? Oder der hier? Ja, okay, dann lasse ich es mal so. Sieht ja trotzdem noch schön aus. Ich liebe ja auch Mayway ohne Ende, aber danach hatte ich nie das Gefühl, ich kann die nächsten Wochen kein Sushi mehr essen. Und das Gefühl brauche ich einfach für mein Leben. Also es war auch wirklich sehr lecker da. Ich war auch sehr zufrieden. Das war jetzt nicht das beste Sushi, was ich je gegessen habe. Oh. F. Aber es war schon sehr, sehr lecker. So, jetzt haben wir genug gemanagt. Jetzt gehen wir mal rüber. gehen wir mal rüber und widmen uns diesem Gehege, weil wir jetzt diese Stelle, also das haben wir ja jetzt alles gefüllt. Also ich meine, wir könnten halt auch noch dieses bisschen hier füllen. Aber ich glaube, wir wagen uns dann jetzt mal an dieses Gehege. Was ja eigentlich auch voll cool wäre. Ich weiß nicht, ob wir das... Aber wir können das ja wieder mit Unterbrechungen machen, ne? Dass wir hier jetzt noch so eine Art Fluss durchlaufen lassen. Weil das einfach das Gehege nochmal mehr füllen würde. Dass das bis hierhin geht und dass es dann quasi so unterirdisch in dieses Wasserloch münden würde. Ich glaube, dass das wäre auch, was Schönes. Geh arbeiten. Sid, weißt du, das Coole ist, ich arbeite gerade. Cool, ne? Das finde ich auch richtig cool. Bist du neidisch? Schon, ne? Jun, hallöchen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Habe euch eben so gern gelauscht, stimme dem so sehr zu, dass Ernährungswissen wirklich einen größeren Inhalt in der Schule haben sollte. Ja, voll.
Ich möchte jetzt bitte noch, ja. Niki, danke für die 26 Monate. Vielen Dank. Und Lu, Hallöchen. Na? Hat jemand eine gute, nicht allzu... Ja, okay, teure Empfehlung für eine Vlogkamera. Ja, ich wollte gerade meine neue Kamera empfehlen. Aber die ist schon sehr teuer. Aber die ist wirklich auch richtig toll. Also ich finde die so viel besser als die G7X Mark II. Also jetzt für Videos. Also die hat auch Vorteile, die G7X Mark II. Aber alleine der Ton ist so viel besser bei der Sony. Also ich habe jetzt die Sony ZV-1 Mark II. Oh, die ist so toll. Die ist richtig toll. Ich finde, Schulen müssten generell nochmal ganz andere Dinge beibringen. Manchmal, wenn SchülerInnen mich fragen, wofür braucht man das, habe ich einfach keine vernünftige Antwort, außer steht halt so im Lehrplan. Ja, das sehe ich genauso wie du. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich auch früher in der Schule oft so gesagt habe, ja, das werde ich nie wieder in meinem Leben brauchen. Ja, ne, ich musste auch noch nie in meinem Leben, keine Ahnung, einen Boxplot erstellen. Und ich weiß auch nicht mehr, wie das jetzt noch geht. Aber irgendwo bin ich auch der Meinung, ja, keine Ahnung, wie ich das sagen soll, aber irgendwo denke ich halt auch, dass das auch wichtig für die Schüler so ist, das alles zu lernen irgendwie. Also keine Ahnung, weil alles, was man lernt, hat ja irgendwie einen Vorteil für einen. Also natürlich in dem Alter hat man einfach gar keinen Bock da drauf und findet das alles nervig und so. Aber ich denke irgendwie, dazu sage ich nur endoplasmatisches Retikulum. Ja, aber ich weiß immer noch, was das ist. Und also ich finde alles, was ich im Bio gelernt habe, finde ich wichtig. Also ich hatte schon so oft Momente, wo ich mir die Welt besser erklären konnte, weil ich es im Bio gelernt habe. Ich fand das halt einfach auch schon immer sehr interessant. Ich hatte ja auch Bio-LK. Ich war jetzt auch nicht die Beste im Bio, ne? Also ich habe mein Abi mit 3 gemacht im Bio-LK. Aber ich fand es immer alles sehr interessant. Und das ist das Wichtige beim Lernen, ne? Aber das ist halt das Problem. In dem Alter will man halt nicht lernen. Darf man sich also in den kommenden Tagen auf einen Vlog freuen? Ja, ich habe die letzten Tage gevloggt. Den muss ich natürlich noch schneiden. Ich habe mir natürlich schon wieder viel zu große Dinge vorausgesetzt. Ich habe so zu Lukas gesagt, ja, ich möchte jetzt, dass immer jeden Sonntag ein Vlog kommt. Also ein Video, auf dem das live kommt. Und er so, stress dich doch nicht schon wieder selber. Mach einfach. Ja, okay. Also, das war jetzt keine Ankündigung, sondern ein Selbstversuch für mich, dass mehr Videos auf Ninas Live kommen. Man muss ja auch herausfinden, wo die Interessen liegen. Genau, und das merkt man nur, indem man halt die Sachen auch erstmal lernt. Und natürlich kann es sein, dass man, keine Ahnung, Mathe in der Schule voll scheiße fand und hinterher studiert man dann das irgendwie doch auf Lehramt oder so. Aber trotzdem denke ich immer, das meiste, was man in der Schule lernt, hat schon irgendwo seinen Grund, finde ich. Genau, und in vielen Studiengängen wird das ja auch vorausgesetzt, was man in der Schule lernt. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, das stimmt. Jeden Sonntag jetzt fragen, wo das Video ist. Genau. Das ist dann deine Aufgabe, Josi. Da sehe ich dich. So, und dann vielleicht noch ein bisschen nach da. Das ist das Wanngehege, ja. Der Bot ist auch an. Ihr müsstet das ändern können. Lieb die Vlogs, gucke sowas sonst nie, aber finde die einfach so nahbar und authentisch. Das freut mich ganz toll. Das ist schön. Also ich muss sagen, jetzt in den letzten Tagen habe ich schon wieder so, also gestern dann habe ich halt schon wieder aufgehört, manche Sachen zu filmen, weil sich halt immer alles wieder wiederholt. Ne? Weil, ja, dann fahre ich halt ins Büro und dann nehme ich auf und dann passiert das und ich denke mir so, boah, das ist doch so langweilig.
Also es fällt einem halt immer so schwer, das selbst als interessant anzusehen. Weil das ist halt mein Everyday Life so. Und dann kann ich mir immer nicht vorstellen, dass andere das spannend finden. Aber ich versuche dann halt immer durchzuziehen. Und wenn das halt dann so ein Wochenvlog-mäßig ist, dann fällt das ja auch schon nicht mehr so auf, wenn man dann manche Sachen nicht mehr so filmt oder so. Wo ist denn die Tiffy? Da ist die Tiffy. Hallo Maus, schön, dass du da bist. Wie geht's? Und Pink Schieperlöchen. Ich hätte ab der 8. Klasse gerne die Wahl zwischen Geometrie oder Steuer- und Rechnungswesen gehabt. Denn Rechnungsschreiben kann man durchaus schon in der Schule vermittelt bekommen, finde ich. Das stimmt. Also ich finde jetzt nicht unbedingt, dass man da die Wahl hätte haben sollen, weil ich finde, Geometrie ist eins der Dinge, die ich sehr wichtig finde. Einfach auch so fürs räumliche Denken und sowas. Aber ich weiß, was du meinst. Ich finde halt nicht, dass das so... Also das eine das andere ausschließt, weißt du? Also ich finde nicht, dass man das gleichsetzen kann. Also so Steuern und Rechnung schreiben ist für mich halt eher sowas Wirtschaftliches und sowas wie Gesellschaftslehre. Also das fällt für mich nicht in die Mathematik, auch wenn es jetzt mit Zahlen zu tun hat. Ich stehe. Aber I know what you mean. Über Berufe in der Schule zu erfahren, wäre auch sehr praktisch gewesen. Schön wäre es auch, wenn man wie früher zum Beispiel Nähen und Stricken lernen würde, also die Basics von jeglichen Handwerksarbeiten. Also bei mir gab es manchmal so Messen in der Schule, wo dann halt verschiedene Betriebe kamen, aber halt auch immer so die gängigen, ne? Jetzt nichts Besonderes. Also was heißt nichts Besonderes, aber halt so die, das, was man halt sowieso kennt. So Maler und Lackierer, Schreiner. Was lernt man denn noch? Das auch mal nur die zwei Sachen. Aber wisst ihr halt jetzt nicht so... Also zum Beispiel, wir gucken ja halt immer diese Flughafensendung, ne? Also das mittendrin. Und da merkt man erstmal, wie viele verschiedene Berufe es alleine am Flughafen gibt. Also wovon ich... Also ich dachte, am Flughafen kann man vielleicht Fluglotse lernen als Azubi. Aber da, also wie viele, gestern zum Beispiel haben wir eine Folge geguckt, wo halt jemand in der Ausbildung war, um diesen Highloader zu fahren. Und das, sowas habe ich gar nicht auf dem Schirm. Also und ich glaube halt als Teenager hat man das dann halt noch weniger auf dem Schirm. Flughafen, ja, Entschuldigung. Jasmina Löchen, herzlich willkommen. Aber ich schaue Vlogs zum Beispiel auch nicht, weil sie spannend sind, sondern weil sie Comfort sind. Und eigentlich geht es mir genauso. Also ich gucke Vlogs auch, weil sie entspannt sind und ne, ich da voll gut runterfahren kann. Lukas sagt auch, also er muss jedes Mal so lachen, wenn ich meine Vlogs halt auf dem Fernseher, also nicht meine Vlogs, sondern halt Vlogs auf dem Fernseher gucke und er dann halt mal so ein bisschen mitguckt. Und dann sagt er immer, dass es so krass ist, was ich halt für einen Content gucke und was er halt konsumiert. Also, dass es halt einfach ganz anderer Content ist. Aber das entspannt mich halt. Also, er redet das nicht schlecht, sondern dass es halt einfach so lustig ist, wie groß der Unterschied da ist. Und Gwenny, mach's gut. Schön, dass du da warst. Hab noch einen schönen Tag. Und Jenny, danke noch für die 19 Monate. Vielen, vielen Dank. Was ist denn da passiert? Also, liebe Lilly, deine Nachricht wurde gelöscht, weil wir hier nicht in Großbuchstaben schreiben. Also, wir freuen uns natürlich auch total, dass du da bist. Herzlich willkommen hier, ne? Also, hallo. Du bist natürlich willkommen in unserem Chat und generell. Aber das Ganze funktioniert hier nur, weil sich halt alle an die Regeln halten. Deswegen wäre es natürlich super, wenn du das auch machen würdest. Aber freut mich, dass du mich immer auf YouTube schaust. Hallo! Und Tiffy Maus, danke für die 38 Monate. Thank you! Schön, dass du da bist. Und Emma, Hallöchen. Wir haben einen Test bei der Arbeitsagentur gemacht und haben ein Buch in die Hand gedrückt bekommen mit, da stehen Berufe drin. Ich hatte nach der Realschule keine Ausbildung, weil ich auch keinen Plan hatte, was ich tun soll. Gott sei Dank haben meine Eltern mich zu nichts gedrängt, wollte eigentlich das Abi dranhängen, bin da aber nicht genommen worden. Dann wurde es ein FSJ und jetzt bin ich Heilerziehungspfleger, ist HEP, ne? Und studiere soziale Arbeit. Durch die Info in der Schule wäre ich darauf nie gekommen, ja. Ja, das ist sehr, sehr wahr. Also, ich weiß natürlich nicht, wie es aktuell ist, aber das war bei mir damals auch
eher Mangelware, dass da viel darauf hingewiesen wurde, was alles eigentlich so möglich ist. Also man wurde wenig darauf vorbereitet. Gerade auf einem Gymnasium, da war es eher so, dass man halt aufs Studium vorbereitet wurde. Aber ich meine, die Zeiten sind vorbei, dass jeder studieren geht. Naja, eigentlich ist es, glaube ich, eher so, dass der Trend zum Studieren geht und nicht zu den Ausbildungen. Glaube ich. Aber ich weiß es nicht. Paulinchen, dafür gibt's ein Command. Einfach Ausrufzeichen Zoo, da stehen alle Tiere drin. Ich liebe deine Kette, trag sie fast jeden Tag. Das ist so schön. Das freut mich ganz doll. Ich trage die auch jeden Tag. Also entweder die Petrichor-Kette wie heute. Und die Blumenkette trage ich halt eher so als Statement-Piece. Also heute, also wenn wir später zu meinen Eltern fahren, dann ziehe ich die, glaube ich, an. Weil das passt bei dem Pulli voll, finde ich. Bei uns gab es ganze Tage, bei denen wir beraten wurden und so Workshops hatten. Ja, aber Lukas, ich habe dir schon mal gesagt, du hattest auch einfach eine richtig coole Schule. Die sind auch immer auf so Freizeiten gefahren, so Skifreizeiten und sowas. Meine Schule could never. Also wie gesagt, bei uns gab es auch so Orientierungstage, aber das waren dann halt so die... Also da konnte man dann halt so rumlaufen und an die Stände gehen. Wir haben es aber natürlich eher als freie Zeit angesehen und wir können jetzt ein bisschen Scheiße bauen. Und es waren halt, also es waren halt jetzt halt nichts, keine, also ich will nicht sagen, dass jetzt Maler und Lackierer und Schreiner und so jetzt keine besonderen Berufe sind, ne? Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das sind ja so die gängigen Berufe, die man an die, also wie gesagt, ne, das waren die ersten und die einzigen Berufe, die mir jetzt eingefallen sind auf den ersten Moment. Ja. Meine Flo-App. Es kann sein, dass du heute Rückenschmerzen hast. Was dich noch erwartet? Tippe hier. Hab heute den letzten Ring rausgemacht, Leute. Ab nächste Woche nehme ich meinen Dino-Gest. Bin sehr gespannt. Nur kurz so am Rande. Stimmt, meine Schulen waren alle geil. Oh ja, und das ist halt der große Vorteil, den du hattest, ne? Und ich glaube auch, dass das viel damit, also dass das schon damit viel zu tun hat, dass du jetzt halt so immer auch so begeistert von Bildung bist und halt alle zu allem immer so motivieren möchtest. Und also weißt du, weil du halt so eine positive Erfahrung mit Bildung gemacht hast, also im Sinne von Lernen und sowas. Ich glaube, dass das schon großen Einfluss darauf hat, ob man halt jetzt noch Lust hat, studieren zu gehen und sowas. Es gibt die Angebote, aber viele nehmen sie halt nicht an. Ja, genau, weil in dem Alter interessiert dich das halt nicht. Wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, ne, wenn wir dann solche Messen, also so Veranstaltungstage hatten, sind wir da rumgelaufen und haben da Blödsinn gemacht. Also in dem Alter ist es halt einfach schwierig, an die Jugendlichen dranzukommen. Das Dinogest ist dann jetzt eine Pille. Genau, es ist wie eine Pille. Also es ist nicht offiziell als Verhütungsmittel zugelassen. Aber es ist eine Pille. Basically. Wie läuft das dann eigentlich? Musst du das dann immer nehmen oder auch mal auslassen, dass du die Periode bekommst? Nee, das ist eben der Punkt. Also ich soll meine Periode jetzt eben nicht mehr bekommen, weil dadurch ja dann neue Herde wachsen können. Und das, was mir nicht bewusst war, so trocknen die alten, ja, also ich habe ja noch einen, vor allem den am Darm halt, die trocknen dann halt auch aus. Und das ist das Wichtige. Deswegen ist halt für die Endometriose eine Schwangerschaft halt auch was voll Gutes. Weil du dann in der Zeit halt nicht blutest und dadurch dann halt keine neuen Herde wachsen können und das halt alles austrocknen kann und so weiter. Und deswegen nehme ich die dann durch. Bin mal gespannt. Oder Theaterdarsteller, irgendwie sowas war... Warte, was? Wir haben auch mal bei der Agentur für Arbeit in der Schule so einen Berufstest gemacht. Bei mir kamen so ganz wilde Berufe wie Zirkusdarsteller oder sowas in der Art. Das passt aber auch. Meine Antworten waren anscheinend so ein Witz, dass das System mir empfohlen hat, einen Clown zu werden. Oder Theaterdarsteller, irgendwie sowas war das. Weiß ich nicht mehr zu 100%, aber irgendwas... Was man von einem Publikum macht. Ja, aber Tiffy, ich sehe dich da auch ernsthaft jetzt. Ja, krass.
Aber du siehst ja, meine Sis war in derselben... Meine Sis, habe ich ja ewig nicht mehr jemanden sagen hören. War in derselben Schule und fand sie schrecklich. Ich glaube, es kommt halt auch wirklich immer drauf an, ob man es halt annimmt. Ja, voll. Und das ist halt, was ich gerade gesagt habe, das Problem in dem Alter. In dem Alter findet man Schule halt einfach scheiße. Also die meisten. Also ich würde sagen, dass 60% der Schüler die Schule im Alter von 14 bis 17 komplett kacke finden. Ich habe eine Blutgerinnungsstörung, weshalb ich auch die Dinogest-Pille genommen habe. Ich habe es als Verhütung benutzt, hat wunderbar funktioniert und es ging mir sehr gut. Ja, also ich mache mir da jetzt auch nicht so Gedanken. Also ich will das jetzt einfach für mich ausprobieren, ob ich das alles gut vertrage und so. In einem Vierteljahr soll ich dann nochmal bei meiner Gynäkologin, also dass wir nochmal Rücksprache halten, wie ich das finde und so. Mal schauen. Bin gespannt. Bei mir und meinem Partner ist es zum Beispiel genau andersrum. Mein Partner hatte immer den Struggle, dass er LehrerInnen hatte, die ihn immer auf dem Kicker hatten, weil er immer so ein bisschen der Klassenclown war. Ist dann so schnell wie möglich in eine Ausbildung und hat sich jetzt spät mit 33 nochmal für Notfallsanitäter entschieden und lernt da super viel für und auch gerne. Ja, ich glaube, beim Lernen ist halt auch das Wichtige, dass man das selber will, ne? Also, ich glaube, dass das wirklich so das Entscheidende darüber ist, ja nicht das Entscheidende, aber so macht einem das natürlich dann, also bereitet einem das halt mehr Freude und man ist halt einfach auch aufnahmefähiger, wenn man es will. Also wie gesagt, Bio fand ich halt immer super interessant, deswegen ist mir das dann auch relativ leicht gefallen, da halt zuzuhören, ne? Als ich nach der OP gefragt habe, wie es jetzt weitergeht, am besten werden sie direkt schwanger. Ich noch befristet angestellt, erst ein Jahr mit meinem Freund zusammen. Nee, gerade nicht, danke. Meine Gynäkologin hat auch gesagt, im besten Fall wird man halt so schnell wie möglich schwanger. Das klingt jetzt immer erstmal ein bisschen doof, aber es ist halt das Beste, was der Endometriose passieren kann. Aber ja, fühle ich sehr. Aber wir haben das halt denen dann gesagt, dass es jetzt gerade noch nicht so unser Plan ist. Und haben gesagt, ja, dann probieren wir es jetzt erstmal so und dann schaut man halt weiter, ne? Kann ich nur so bestätigen, wir hatten bei unseren Berufsmessen nur die Kulis eingesammelt. Ja, genau. Das ist halt der Punkt. In dem Alter ist es halt einfach, man kommt da so schwer an die Jugendlichen ran. Das finde ich jetzt schon richtig cool mit dem Fluss noch. Wir müssen halt nur gucken, dass wir da auch ein paar Überwege machen, weil ich glaube, ein paar Tiere können nicht so weit springen oder schwimmen. Finde es aber auch schlimm, wollte eigentlich aus der Pflege raus und bin zum Arbeitsamt gegangen, um zu fragen, was ich machen kann und trotzdem im medizinischen Bereich arbeiten möchte. Da kam dann nur, ja, nee, ich könnte sie im Umkreis von 10 Kilometern in andere Krankenhäuser schicken. Da dachte ich mir, ja, danke für nichts. Ja, also ich habe auch immer ein bisschen das Gefühl, dass es viel damit zusammenhängt, an welche Menschen man in diesen Beratungsstellen gerät, ne? Also, es ist schon wichtig, dass man da die richtigen Leute hat, die auch wirklich dir helfen wollen, ne? Meine Mutter hat auch Endometriose und sagte mir, dass es nach den Schwangerschaften viel besser geworden ist. Hat mich gefragt, woran das liegt. Jetzt verstehe ich es, wieder was gelernt. Ja, genau, das wusste ich halt auch nicht, dass das die halt auch austrocknet. Es macht ja voll Sinn, ne? Natürlich, es macht logisch. Es macht total viel Sinn, aber ich hatte das irgendwie auch nicht so auf dem Schirm. Aber das war auch so das Feedback, was ich bekommen habe aus der Community. Deswegen, also ich habe das ja, glaube ich, am Mittwoch schon erzählt. Mittlerweile geht es mir mit der Diagnose auch einfach sehr gut. Also ich bin super froh, dass ich das gemacht habe. Die Genesung lief bis jetzt einwandfrei. Also ich habe natürlich immer noch Unterleibsschmerzen, aber ich habe halt auch immer noch eine Blasenentzündung. Deswegen weiß ich immer nicht, also woher was kommt. Und meine Gynäkologin meinte auch, bis zu einem Monat kann das auch schon noch sein, dass es halt weh tut. Und danach sollen wir uns Gedanken machen, hat sie gesagt. Deswegen, ja, eigentlich geht es mir jetzt sehr, sehr gut damit. Und ich bin einfach, also ich freue mich einfach jetzt so auf die Zukunft und dass man da
besser mit umgehen kann. Ja. Welche Tierchen wollen wir da genau reinmachen? Wir haben da schon mal ein bisschen gebrainstormt drüber, aber ich glaube, das entscheiden wir dann final, wenn wir das halt größtenteils fertig haben. Aber das soll halt so ein Savannenmix-Gehege werden, dass wir da so verschiedene Savannentiere drin haben. Giraffen und sowas. Mal gucken. Es ist halt so sad, dass die einzigen Möglichkeiten sind Schwangerschaft oder Hormone. Da muss ich echt was tun in der Forschung. Aber ich habe auch wirklich das Gefühl, das bekommt ja wirklich immer mehr Aufmerksamkeit. Und das war auch so ein bisschen der Grund, weswegen ich mich dann auch letztendlich dazu entschieden habe, dieses Video zu machen. Weil andererseits ist es auch so ein bisschen, dass ich mir dachte so, ja, das ist so, ich bin im Krankenhaus, frag nicht wieso, wisst ihr? Also keine Ahnung. Also so ein bisschen komisch. Ich weiß, wahrscheinlich seht ihr das jetzt nicht so, aber ich persönlich habe halt so gedacht, so, weiß ich jetzt nicht. Aber dann dachte ich mir so, das ist ja auch Aufklärung, was ich da betreibe. Und deswegen habe ich mich dann im Endeffekt entschieden, halt dieses Video zu machen, um halt auch noch mehr Leute dafür zu sensibilisieren und halt darauf aufmerksam zu machen, dass es das halt gibt. Und ich habe das Gefühl, dass es halt immer mehr wird. Also letztens hatte mir auch jemand einen Beitrag von ZDF Info auf Instagram geschickt. Meine Mutter hat eine Dokumentation auf irgendeinem Öffentlich-Rechtlichen geguckt über Endometriose. Lukas hat einen Bericht auf Deutschlandfunk über Endometriose mal gehört. Also es bekommt immer mehr Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass das dann auch die Forschung vorantreibt. Ist ja immer so. Und ja, dann hoffe ich auch, dass da den Frauen in Zukunft der Weg einfacher gemacht wird. Alleine auch bei der Diagnosefindung, dass man halt nicht darauf angewiesen ist, auf irgendeinen inkompetenten Arzt zu hören, der einem sagt, ja, sie haben nur Unterleibsschmerzen wegen ihrer Periode. Nee, Lukas, du hast mir auch schon mal erzählt, dass da ein Beitrag über Endometriose war, oder nicht? Also nicht, dass du den gehört hast, sondern dass du nur gesagt hast, irgendwie da... Hast du mir das nicht erzählt? Nein, okay. Na gut. Dann halt nicht. Conny, Hallöchen, schön, dass du da bist. Bin ich spontan mit meinem Kumpel, wollte mal gucken, ob wir ein Projekt auf die Beine gestellt bekommen. Ganz viel Spaß, Björni. Ein schönes Wochenende, schön, dass du da warst. Und Laura, Hallöchen. Und Becca, Hallöchen, schön, dass du da bist. Freut mich mega für dich, auch dass du jetzt Gewissheit hast und weißt, wie weiter vorangegangen werden muss. Ja, vor allem, weil ich halt auch immer so dachte, so ja, und wenn ich dann die Diagnose habe, was mache ich denn dann damit? Die Krankheit ist ja unheilbar, so. Aber irgendwie fühlt sich das jetzt schon anders an. Und vor allem, wenn ich so dran denke, wie viel da vielleicht noch gewachsen wäre, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte. Also, ich habe ja gedacht, ich hätte nichts. Und dass da halt jetzt so viel gefunden wurde schon, da frage ich mich dann halt, wie es gewesen wäre, wenn ich halt noch viel länger gewartet hätte. Und auch so dieses, ne, dass meine Gebärmutter da festgewachsen war, wer weiß, ne, was da alles dann noch passiert wäre. Finde ich mega gut, dass du das Video gemacht hast. Wusste vieles auch noch nicht, obwohl meine beste Freundin Endometriose hat. Es geht mir ja ähnlich. Also das Thema war mir auch schon immer geläufig so, aber richtig befasst habe ich mich damit halt auch nicht. Vor allem, weil ich da halt auch mal so ein bisschen weggelaufen bin. aber ja, das wird wahrscheinlich heute auch nochmal so sein. Wir sind ja auf dem Geburtstag von meinem Papa. Da werden bestimmt auch nochmal viele nachfragen, was das genau ist. Und so sensibilisiert man die Leute halt, ne? Und Lindy, Hallöchen, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Und Sumima, danke für deinen Lurk. Bin halt am Hin- und Her-Struggeln, was ein Beratungsgespräch betrifft. Weil ich habe jedes Mal extreme Schmerzen, zwar nur die ersten beiden Tagen, aber dennoch. Und ich frage mich halt, was ist normal und was nicht. Genau. Das war bei mir auch der Punkt, dass ich auch so dachte, andere sagen, die fallen fast in Ohnmacht, dann sind meine Schmerzen wohl doch nicht so schlimm. So, also ich habe auch mal versucht, mich mit anderen zu messen, aber das ist in dem Fall einfach der absolut falsche Ansatz. Weil du hast Schmerzen in dem Moment, dein Alltag wird dadurch eingeschränkt und das ist nicht normal. Und ein Beratungsgespräch, also das heißt ja noch nichts. Also das heißt ja noch nicht, dass ihr euch operieren müsst. Ich hätte jetzt auch sagen können, nee, ich möchte die OP noch nicht. Ich hätte auch erst mit den Hormonen das machen können.
Bin aber jetzt halt sehr froh, dass ich mich für die OP entschieden habe. Und die in so einem Endometriosezentrum wissen einfach auch nochmal mehr, wovon sie reden, als dein normaler Gynäkologe. Also die haben sofort schon auf dem Ultraschall gesehen und die konnten mir das auch zeigen. Ich habe das auch gesehen, dass halt meine Gebärmutter an manchen Stellen dunkler war als an anderen. Und das ist halt auch schon so ein Hinweis. Und das können die dann halt auch schon erkennen und dir dann halt da schon was zu sagen. Ja. Soweit gut, hoffe ich auch. Das ist schön. Ja, mir geht's auch sehr gut. Darf ich fragen, was genau bei der OP gemacht wird? Ja klar, also es wird eine Bauchspiegelung erstmal gemacht. Das ist ja ein Eingriff, den man auch bei vielen anderen Sachen macht. Zum Beispiel, wenn der Blinddarm entzündet ist. Das bedeutet, man bekommt einen Schnitt im Bauchnabel, ganz klein, also nur so groß. Und zwei unten an der Leiste, auch ganz klein. Also es sind wirklich nur solche Schnitte. Und dann wird der Bauch aufgeboostet. Also dann kommt mit der Luft reingemacht und dann gehen die da mit der Kamera rein und gucken halt das Problem an. Also jetzt in meinem Fall gucken die, ob dann eben Endometrioseherde vorhanden sind. Das sind Verwachsungen, also da wird zu viel Schleimhaut gebildet. Jetzt so einfach erstmal so gesagt. Und dann wird das eben direkt auch dann entfernt. Also ich habe auch von Leuten gehört, dass die dann nochmal eine zweite OP hatten. Das finde ich ja ganz schrecklich. Aber normalerweise ist das Prozedere so, dass diese Herde dann halt direkt entfernt werden. Genau. Und dann werden die wieder zugemacht und dann lassen sie wieder auf. Wie lange hast du schlussendlich ruhen müssen? Ich würde sagen eine Woche. Also letzte Woche Mittwoch ging es mir schon wieder sehr gut. Also so Montag, Dienstag, glaube ich, war es schon noch so, dass ich Probleme beim Aufstehen hatte. Mittwoch war ich nämlich auch das erste Mal alleine wieder duschen. Und das ist ja schon ein gutes Zeichen, wenn man sich alleine richtig hinstellen kann, sich die Haare richtig waschen kann und so. Deswegen würde ich sagen, eine Woche war so das, wo man sich wirklich ausruhen muss. Ich muss aber auch sagen, das hat meine Gynäkologe mir dann auch nochmal gesagt, man überschätzt sich selber schnell, weil die äußeren Wunden halt dann schon geheilt sind. Und man denkt so, oh ja, easy. Aber in meinem Fall wurden ja sehr viele Endometrioseherde eben entfernt und ja auch meine Gebärmutter gelöst und sowas. Und dann unterschätzt man halt, was innen drin eigentlich noch ist, weil man das ja nicht sieht. Und dadurch darf man halt nicht zu schnell, zum Beispiel ich fange jetzt auch noch nicht wieder mit Sport an, also soll ich jetzt auch noch ein bisschen warten, weil man fühlt sich zwar fit, aber innen drin sind halt schon noch Wunden. Also ich habe auch immer noch ein bisschen Blutungen und sowas. Und das darf man halt nicht vergessen, aber ich würde so sagen, ne, bis man fit war, eine Woche. Bei uns haben wir kein Endometriosezentrum leider, ja, bei uns auch nicht. Also wir sind auch bis nach Köln gefahren. Die sind halt jetzt noch nicht so verbreitet in ganz Deutschland. Ist ja ganz klar, es ist halt eine Spezialklinik, also ein Fachbereich. Aber wir sind auch 2,5 Stunden bis nach Köln gefahren. Im Prinzip war Nina während der OP ein Luftballon. Ja, und das ist ja das Krasse. Also das ist auch was mit am meisten wehtut, ist diese Luft danach. Also die steigt einem dann nämlich in die Schultern, also in den Oberkörper halt hoch. Und das tut so weh. Also im Liegen merkt man das gar nicht so. Aber sobald man sich hinsetzt, ist es, also als wir nach Hause gefahren sind, das war so schlimm. Also das tat richtig weh. Also ist jetzt auch nicht aushaltbar, ne? Also Unterleibschmerzen finde ich schlimmer. Aber es ist schon echt super unangenehm. Und das ist halt so das Krasse, weil diese Luft halt noch so ein bisschen in einem ist und dann, ja. Vivi, Hallöchen. Ich wusste vor deinem Video auch nichts wirklich über Endometriose und wenn ich so dran denke, dass ich eben schon immer am ersten Tag meiner Periode solche Schmerzen hatte, dass mein Kreislauf abgesackt ist und ich nichts anderes tun konnte, als zu schlafen, wäre so ein Beratungsgespräch vielleicht keine so blöde Idee. Ich dachte halt immer, das wäre halt so, genau. Und das dachte ich auch immer. Aber der Arzt hat mich dann auch nochmal darauf hingewiesen, wenn man mehrere Schmerztabletten regelmäßig nehmen muss, weil man es anders nicht schafft, also weil man anders nicht durch den Alltag kommt oder trotz der Medikamente nicht durch den Alltag kommt, dann ist das alles andere als normal. Und dann sollte man das auf jeden Fall abklären lassen. Und wie gesagt, so eine Beratung
schadet ja nicht. Also ihr müsst dann ja mit dieser Beratung nichts machen. Also das ist ja erstmal nur, ja, sie könnten das haben, wir könnten das operieren, wenn sie das möchten. Oder der Verdacht ist ja jetzt erstmal nicht so stark. Ne? Also die sind ja die Experten. Und Fuchsbande, Hallöchen, schön, dass du da bist. Gerade Feierabend gemacht, habe ja einen neuen Job und kann kaum noch reingucken. Jetzt freue ich mich aber, dass du noch streamst. Und wie ist es? Gefällt's dir? Schön, dass du reinschaust. Schön zu hören, dass es dir jetzt besser geht. Das motiviert mich sehr. Das freut mich. Das ist schön zu hören. Duschen nach der Gallen-OP. Ich war so froh, dass ich Flips hatte. Der hat so viel gemacht. Der hat mir die Haare gewaschen, mir beim Duschen abtrocknen geholfen. Ich bin so dankbar für ihn. Als ich ihn im Krankenhaus am Tag der OP gesagt habe, dass ich kaum alleine aufs Klo kann, sagte er, dass er auch damit kein Problem hat, wenn das daheim noch nicht geht. Ich habe fast geweint vor Dankbarkeit. Ja, geht mir auch so, Mimi. Ich habe auch geweint. Ich habe mehrmals, habe ich Lukas angeguckt und gesagt, ihr habt dich gar nicht verdient. Also, er war wirklich ein besserer Krankenpfleger als die Schwestern im Krankenhaus. Krieg schon mal Pipi in den Augen. Aber das ist wirklich, und das ist das, was ich im Vlog auch meinte, in solchen Momenten merkt man auch erstmal, was so wirklich zählt irgendwie. Das ist einfach schön, wenn man einen Partner an der Seite hat, der einen eben in so schwierigen Zeiten auch so unterstützt. Es freut mich, dass du auch so jemanden hast, Mimi. Und man muss ganz schön viel pupsen, zumindest war es bei mir so, ja, irgendwo muss die Luft ja auch hin. Und das habe ich auch gesagt, weil Lukas Mama meinte auch so zu mir, ja, hast du dich dann da nicht einsam gefühlt, weil ich halt ein Einzelzimmer hatte? Und habe ich gesagt, dass ich total froh war, weil ich mir halt auch so denke, man fühlt sich ja eh schon voll unwohl und das ist alles irgendwie kacke. Und dann hat man noch so voll Blähung, wenn ich mir dann vorgestellt hätte, da ist noch jemand im Raum. Ich weiß ganz genau, dass ich da nicht so frei alles hätte rauslassen können, weil mir es halt unangenehm gewesen wäre. Was ja dumm ist, weil ne, es ist ja das Natürlichste der Welt so. Aber es wäre mir halt, also ich weiß einfach, dass ich das nicht so hätte machen können, wie ich da halt alleine war. Aber freie Fahrt so quasi. Und ja, das, da war ich dann sehr froh drum, weil das ist schon auch enorm, ja. Ja, sie Hallöchen. Hat man eigentlich immer schwere Schmerzen, wenn man das hat? Also bei mir persönlich war es jetzt nicht so, dass ich außerhalb meiner Periode super dolle Schmerzen hatte. Ich hatte immer mal ein bisschen Unterleibschmerzen so oder auch mal ein Ziehen und sowas. Aber ich wusste halt auch, dass ich ab und zu mal Zysten hatte. Das war vorher auch schon so. Deswegen habe ich halt so gedacht, ja, ne, ist halt so. Und während meiner Periode war es eigentlich, also es ist halt jetzt bei mir so gewesen, dass es halt im vergangenen Jahr so richtig schlimm geworden ist. Also es war davor auch schon immer schlimm, aber im vergangenen Jahr ist es halt wirklich so geworden, dass es mich komplett aus den Socken gehauen hat und ich dann halt wirklich immer richtig schlimme Schmerzen hatte. Und das dann halt auch bei jeder Periode. Weil früher war das immer so, dass ich dann mal eine richtig starke Periode hatte mit schlimmen Schmerzen und dann war der nächste Monat wieder so ein bisschen leichter. Und dachte ich mir immer so, ja okay, jetzt habe ich eine dolle Periode, dann wird es nächsten Monat vielleicht ein bisschen weniger. Aber das ist dann jetzt halt auch nicht mehr so gewesen. Gefällt mir sehr gut, danke. Bin in einer tollen Einrichtung gelandet mit einem super lieben Team und tollen Kindern. Aber es ist eine große Umstellung, war jetzt lange zu Hause bei meinen Kindern und der Alltag muss ich erstmal wieder neu einspielen. Na klar, aber das ist ja schon mal richtig toll, dass du dann wenigstens da eine tolle Einrichtung hast, ne? Und ja, das freut mich sehr für dich. Das ist doch nicht so wichtig, wie ich das wollte. Also ich meine, Savanne ist ja relativ flach, aber so ein bisschen... Riecht es schon gut. Ich hatte vor der Diagnose mal 3 von 4 Wochen Unterleibsschmerzen. Meine Frauenärztin hat 2 Jahre nichts gefunden und dann hat sie gesagt, da müssen wir mal eine Bauchspiegelung machen. Und dann stand auf einer Überweisung Verdacht Endometriose. Ich wusste auch gar nicht, was das ist und sollte dann nur die Pille im Langzeitzyklus 3 Monate nehmen, 1 Woche Pause nehmen. Erst meine neue Frauenärztin nach dem Umzug hat es mir erklärt, jetzt nehme ich die Pille komplett durch. Aber hattest du dann noch die OP oder nicht? Aber das ist ja irgendwie doof, dass du da nicht richtig aufgeklärt wurdest, ne? Oh mein Gott, ja, ich war so froh, daheim gewesen zu sein. Ich habe das im Krankenhaus echt unterdrückt, weil ich das mit den anderen 5 Frauen im Zimmer nicht konnte. Genau. Und dann geht es einem ja noch schlechter, weil man es nicht rauslassen kann. Und das ist wirklich doof.
Ich würde das auch so gerne mal checken lassen, aber wenn man so ganz alleine ist, habe Angst, dass ich das alleine nicht schaffe. Freut mich aber so für dich, dass du das geschafft hast. Also, die lassen dich nicht nach Hause, wenn die sich nicht sicher sind, dass du deinen Alltag nicht bestreiten kannst. Ne? Und wenn die wissen, dass du alleine zu Hause bist, dann, also ich glaube, die hätten mich nicht gehen lassen, wenn die nicht gewusst hätten, dass ich von jemandem halt abgeholt werde und zu Hause halt verpflegt werde quasi. Also ich glaube, das checken die schon vorher ab. Mein Freund hat mir damals nach der OP sogar meinen künstlichen Darmausgang sauber gemacht, weil ich es nicht geschafft hatte. Bin ihm bis heute noch so dankbar. Ja, genau das meine ich, ne? Also in diesem Moment habe ich mir einfach wieder so gedacht, also habe ich halt so, also nicht in diesem Moment, aber wenn man dann so Revue passieren lässt, dann denkt man sich so, ja, ne, auf Instagram, TikTok sind dann posten die immer alle, ja, er kauft mir jede Woche Blumen und keine Ahnung, sowas halt. Und das ist natürlich auch schön. Aber im Endeffekt, was wirklich zählt, sind diese Momente, finde ich. Und das freut mich total für jeden, der so jemanden gefunden hat. Caro, hallo. Ich habe schon gedacht, dass du dich bestimmt irgendwo versteckst. Bei meiner Schilddrüsen-OP war es auch so toll, dass meine Schwester jeden Tag im Krankenhaus war. Und dann ist sie noch eine Woche bei mir eingezogen, als ich nach Hause durfte und hat mir bei allem geholfen, neben ihrem Vollzeitjob. Kann gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Moment, ich habe Gänsehaut. Ne? Ich finde es auch, ich finde es so schön. Also, Musik ist aus, ne? Warum? Hä? Komisch. Thanks for the Hinweis. Das ist natürlich auch total toll. Also, ich glaube, ich wäre auch irgendwie bei meinen Eltern eingezogen oder so, wenn ich Lukas jetzt nicht gehabt hätte. Aber das ist natürlich auch super toll von deiner Schwester. Bevor ich die Pille genommen habe, waren die Schmerzen bei mir so schlimm, dass ich wirklich ohne Schmerztabletten nicht aufstehen konnte. Ja, also da denke ich mir halt dann auch mal so, okay, natürlich, ne, ist es gut jetzt dann, dass es mit der Pille besser wird, aber das unterdrückt ja nicht das Problem. Also bei mir, bei meinem Fall ist das ja jetzt so, dass wir halt damit die Periode unterdrücken. Aber wenn du normal die Pille nimmst, kriegst du ja normal deine Periode. Und das heißt, es wird ja nur der Schmerz unterdrückt oder ein bisschen besser durch die Hormone. Aber die Herde können ja dann trotzdem wachsen, so. Also ich will dir natürlich jetzt nichts so sagen, ne? Aber ich möchte einfach, dass ihr alle eure Diagnose bekommt, die, ja, die ihr verdient, ist irgendwie auch blöd zu sagen. Aber ne, dass ihr nicht mit Sachen rumrennt, wo ihr eigentlich eine Besserung bekommen könntet. Carrie, danke für die 10 Monate. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und Julie, Hallöchen. Vor 2 Jahren hatte ich meine Bauchspiegel und die Diagnose hat sich bestätigt und es waren zum Glück nur wenige Herde im Douglas-Raum. Heißt das so? Aber die Diagnose mit 21 zu bekommen ist auch relativ früh. Im Durchschnitt wird das ja erst mit 40 diagnostiziert. Also meine Frauenärztin, Gynäkologin, Entschuldigung. Ich versuche immer Gynäkologin zu sagen übrigens. Ist auch sowas, ne, weil ja immer sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen. Mich schränkt das jetzt nicht ein, dass ich Gynäkologin sage. Egal. Auf jeden Fall hat sie mir das auch erklärt, woran das meistens liegt, dass es halt erst so spät diagnostiziert wird. Beziehungsweise, woran das liegt, dass man jetzt das Gefühl hat, es haben immer mehr Frauen. Früher haben die Frauen halt viel früher Kinder bekommen. Und dadurch konnten diese Endometrioseherde ja gar nicht erst richtig in Fahrt kommen. Weil die dann ihr erstes Kind gekriegt haben, direkt ihr zweites Kind, ihr drittes Kind oder was auch immer. Und dadurch wurde das halt dann schon total eingedämmt. Und ne, jetzt werden Frauen meistens ja erst später schwanger, also statistisch gesehen. Und dadurch ist halt die Chance, dass diese Gewächse halt wachsen, ja viel höher und die haben halt viel mehr Zeit, sich zu entwickeln, als wenn man schon, guck mal, wenn ich mit 20 oder 21 schwanger geworden wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch jetzt überhaupt nicht so schlimm, wie es jetzt war. Ne? Plantler, was Hallöchen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und Jojo, Hallöchen, herzlich willkommen. Aber sagen nicht viele, dass man die Pille durchnehmen soll. Ja, aber viele nehmen halt einfach ganz normal die Pille, weil das den Schmerz halt besser macht.
Also nicht, dass sie die Pille durchnehmen, sondern die nehmen einfach nur generell die Pille. Also der Nuva-Ring zum Beispiel hätte auch dafür sorgen können, dass meine Schmerzen besser werden. Hat er aber nicht. Aber generell, Dankeschön, ihr Lieben, können die Hormone halt generell schon dafür sorgen, dass die Schmerzen halt besser werden, so. Aber das sorgt halt nicht dafür, dass man dann quasi einen Ursprung vom Ganzen hat, so. Also wenn man dann halt trotzdem seine Periode bekommen kann, die Herde natürlich trotzdem noch wachsen. Müfft ja. Nepka, habe ich Hallo gesagt oder habe ich nur gedacht? Schön, dass du auf jeden Fall da bist. Was machen wir hier gerade? Der läuft auch noch ein bisschen. Carrie? Hallo? Was ist hier los? Ich wollte einen Deep Talk nicht unterbrechen, aber ich habe Geburtstag. Carrie, hast du das Prinzip von Geburtstag haben nicht verstanden? Alles Liebe zum Geburtstag. Ich danke dir für die 10 verschenkten Subs an die Community. Du bist wirklich verrückt. Alles, alles Liebe. Hab einen schönen Tag. Und Niki, danke noch für die 4 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Sarah, Hallöchen. Kann man Endometriose irgendwie heilen? Stand jetzt nicht. Also Stand jetzt ist es eine chronische Krankheit. Aber wer weiß, was die Forschung in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten ergeben wird. Mal gucken. Und Kara, danke schön, dass du Sophie einen Sub geschenkt hast. Vielen, vielen Dank. Aber vielleicht gibt es ja keine Möglichkeit, den Ursprung zu bekämpfen. Ich meine, da wächst ja etwas und bei Krebs wächst ja zum Beispiel auch etwas und da kann man ja auch nichts gegen machen. Genau, und gegen Endometriose kann man auch nichts machen. Aber was man machen kann, ist eben das, was jetzt bei mir der Fall ist, dass man halt erstmal alles freiräumt und dann dafür sorgt, dass halt nichts Neues wächst. Das ist das Einzige, was man halt machen kann. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich durch die Pille mehr Schmerzen hatte, meine Periode stärker und länger war und unregelmäßig. Ich habe sie dann selbstständig abgesetzt. Seitdem ist es einfach so viel besser. Nur am ersten Tag Schmerzen und auch aushaltbar zum Glück. Ja, krass. So kann es gehen. Ne? Und deswegen habe ich jetzt auch bei dem Dino Geest gesagt, ich möchte nicht, dass ihr mir da irgendwelche Horrorstories oder so erzählt, weil jeder Körper reagiert halt anders auf Medikamente. Und jeder muss für sich selber herausfinden, was für einen funktioniert und was nicht. Und deswegen sollte man sich dann nicht immer gleich abschrecken lassen. Carrie hatte sie schon mal Freitag Geburtstag. Ich weiß nicht. Ein japanisches Forschungsteam hat eventuell die Ursache für Endometriose gefunden. Aha. Ja, wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt, was auch eben mit der wachsenden Aufmerksamkeit, was da sich so in den nächsten Jahren ergeben wird. Was da noch so für Schlüsse gezogen werden. Ist immer noch in der Forschung. Ja, spannend. Hab die Pille vor ein paar Monaten abgesetzt und darf die echten Periodenschmerzen nach 10 Jahren wieder genießen. Hab mich so sehr an leichte Tage und wenig Schmerzen gewöhnt und ich wollte die Hormone einfach nicht mehr nehmen. Bin aber froh, dass bei mir alles im normalen Rahmen bewegt ist, also meckern auf hohem Niveau. Ja, also kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass man das halt dafür in Kauf nimmt. Also wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Riesenfan von Hormonen, aber bei dieser Krankheit ist es halt einfach schwierig, das ohne zu machen. Oh mein Gott, ich habe letztens ein Video von einem Kerl. Ist es immer so. Tut mir leid, es soll jetzt auch nicht so hyper feministisch klingen, aber ich hasse das, wenn Männer Frauen erzählen wollen, nee, es gibt immer eine Alternative. Nee, du musst keine Hormone nehmen, es gibt immer eine Alternative. Junge, das steht dir nicht zu. Das steht dir nicht zu, das zu sagen. Also es war halt so ein Ernährungs-Fitness-Typ, keine Ahnung was. Und da haben halt auch alle dann so drunter geschrieben, ja, im Normalfall vielleicht, aber wenn man Endometriose hat, ist das halt nicht der Fall. Es gibt immer, also da hat er auch immer drunter kommentiert, es gibt immer eine Alternative. Okay, Mr. Wissenschaftler.
Also, es hat mich so aufgeregt. Also, wie gesagt, ich bin auch kein Fan von Hormonen, aber es gibt halt einfach Situationen, wo das nicht anders geht. Und ja, das, also die Art, wie der das dann da so rübergebracht hat, hat mich so getriggert. Jenny, danke schön fürs verschenkte Sub. Vielen, vielen Dank. Und Rosemary, Hallöchen, herzlich willkommen. Ich lurk mal ein bisschen während des Homeoffice. Viel Erfolg. Schön, dass du da bist. Heute hätte ich ganz anders reagiert, aber damals war ich ach so, das war auf was bezogen. Lille Musalöchen, schön, dass du da bist. Ich habe mal eine blöde Frage. Kann es auch sein, dass man bei Endometriose nicht jeden Monat so krasse Schmerzen hat? Also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, ne? Also es gibt nichts, was es nicht gibt. So, ne? Ich glaube, das ist einfach Symptom Nummer 1. Weiß ich, also kann ich jetzt so nichts zu sagen tatsächlich, aber ne, es gibt immer Fälle. So, also es gibt sogar Endometriose-Fälle bei Männern. Also deswegen will ich jetzt nicht sagen, nee, kann nicht sein, weil das gibt es bestimmt. Marie, danke für die 10 Monate und Shani, danke für die 22 Monate. Vielen, vielen Dank. Aber ist es nicht so, dass eine normale, gesunde Periode nur minimale Beschwerden machen sollte? Ich habe zum Beispiel nur am Anfang der Periode ein leichtes Ziehen, keine Periodenschmerzen, nicht in dem Ausmaß. Also das ist halt das Problem. Was ist schon normal? Ne? Also Schmerz ist halt immer relativ. Also jeder empfindet Schmerz ja anders. Es kann sein, dass ich denke, boah, das sind höllische Schmerzen und jemand anders denkt sich so, ja, easy. Deswegen kann man das ja so pauschal immer nicht sagen. Aber natürlich sollte es im besten Fall so sein, dass man halt nicht leidet. Aber ja, schwierig zu sagen halt, ne? DJ und Katinka. Dankeschön für die 9 Monate. Dankeschön fürs Twitch, Baby. Hallo, hallo. Danke dir. Meine Schwester wird in 2 Wochen auch wegen Endometriose operiert. Kannst du etwas empfehlen, wie man ihr was Gutes tun kann oder irgendwie helfen kann? Wir bauen gerade auch ihr Haus um und renovieren alles. Hab etwas Bedenken, dass sie sich zu früh überanstrengt. Genau, also das auf jeden Fall haltet sie davon ab, dass sie sich zu früh körperlich anstrengt. Weil, wie gesagt, das habe ich ja eben schon erklärt, man unterschätzt das, was eigentlich in einem noch alles ist. Also erstmal natürlich gute Besserung an deine Schwester. Also schon mal präventiv. Schwierig zu sagen. Also es hilft einem natürlich alles, was entbläht ist, also sowohl beim Essen als auch vielleicht irgendwie so Lefax oder sowas. Habe ich jetzt nicht genommen, aber ich glaube, das hätte einem schon geholfen. Das hatte mir auch jemand geschrieben. Einfach da sein, helfen. Snacks. Also die haben mein Leben gesaved, weil du danach halt die ganze Zeit immer noch so ein bisschen Zwischenblutung hast und so. Und natürlich kann sie auch jetzt irgendwie Binden oder sowas tragen. Aber ich fand, also ihr wisst, ich liebe Snacks, deswegen empfehle ich Snacks. Aber ja, einfach da sein. Es gibt auch Endometriose-Betroffene, die keine Hormone nehmen. Aber erstens ist es ja auch bei jeder Frau anders. Und zweitens nehmen diese dann vielleicht auch in Kauf, öfter operiert werden zu müssen. Genau. Man weiß ja nie, warum eine Person sich für diesen Weg entscheidet. Genau. Also mir haben welche geschrieben, die wurden teilweise schon 5-mal operiert. Und das ist natürlich nicht mein Plan. Also wenn es sein muss, natürlich. Also ich würde es jederzeit wieder machen. Aber ich würde da natürlich gerne drum herum kommen. Oh, danke für den Hype-Train, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Und Danny, danke schön für deinen Look.
Meine Gyn sagte, dass es durchaus auch sein kann, dass man den Bauch voller Herde hat und dennoch keine Schmerzen. Bei mir stimmen zum Beispiel alle Symptome außer die Schmerzen, werde im März operiert. Alles Gute dafür. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schlimm sein wird. Weil ich halt immer dachte, alle anderen haben ja viel mehr Schmerzen als ich. So, ich habe zwar total Unterleibschmerzen, aber bei mir ist es nicht so, dass ich fast in Ohnmacht falle. Und das ist das, was ich meine. Man kann Schmerz ja nicht messen. Und also deswegen, wenn ihr das Gefühl habt, es könnte nicht normal sein, klärt das auf jeden Fall ab. Wie können Männer denn Endometriose bekommen, wenn das doch durch das Bluten kommt? Das habe ich mich auch gefragt. Das ist tatsächlich so, wenn die Prostatakrebs haben und Östrogene nehmen müssen und es dann zu einem Überschuss kommt oder so. Dann gab es wohl auch Fälle bei Männern. Wie das genau passiert, weiß ich auch nicht. Aber das habe ich mich halt auch gefragt, warum das bei Männern passieren kann. Und das ist wohl eben so. Und ne, Transmänner natürlich obviously auch. Das dachte ich nämlich erst, dass das damit gemeint ist, aber es ist wohl halt auch so, dass es bei prostataerkrankten Menschen passieren kann. Das stimmt mit der Schmerztoleranz, die unterschiedlich ist. Ich finde das ganz schlimm, daran habe ich noch nicht gedacht, aber Frauen werden ja auch oft nicht ernst genommen, wenn sie Schmerzen haben. Genau, weil, ne, ist ja immer gesagt, das ist normal. Unterleibschmerzen sind normal. Musst du durch. Wölfchen, mach's gut. Ganz viel Spaß auf der Arbeit und hab ein schönes Wochenende. Finde, man sollte immer das machen, was sich für einen selbst am besten anfühlt. Da gibt es kein richtig oder falsch. Pille, keine Pille, das sollte eine ganz persönliche Entscheidung sein. Da hat sonst keiner seinen Senf dazu zu geben. Genau. Und was einem halt auch am besten tut, ne? Wenn man merkt, hey, ich komme damit nicht klar, dann macht man das halt nicht. Laura, hallöchen, herzlich willkommen. Meine Schwester hat das Problem auch und deswegen schon 3 OP in den letzten 5 Jahren. Mittlerweile hat sie es im Griff. Ich habe es zum Glück nicht. Habe es auch extra abklären lassen. Wünsche dir viel Kraft, dass es bei dir besser wird und du nicht mehr solche Schmerzen haben wirst. Ich danke dir. Und natürlich auch für deine Schwester alles Gute. Das ist ja das Ding, man kann nie wissen, wie andere Schmerzen empfinden. Genau, ja. Also meine Tante hat zum Beispiel gesagt, die hat nämlich auch schon immer ihr Leben lang Unterleibschmerzen gehabt. Und ich habe ja, also ich habe es ihr nicht gesagt, aber ich habe so mir gedacht, wahrscheinlich hat sie das auch, aber sie hat es halt auch nie abklären lassen. Auf jeden Fall hat sie halt auch mal richtig schlimme Unterleibschmerzen und als sie dann ihren Sohn geboren hat, hat sie sich so gedacht, ja, weil sie das halt schon kannte. Und ne, das ist halt dann immer so, für einen ist das dann schon so normal, weil man das halt immer hat, dass man dann vielleicht merkt, vielleicht ist das ja dann doch nicht so normal. Mir hat auf jeden Fall dein Video zur OP unglaublich geholfen. Das freut mich ganz doll. Wie schön. Und das habe ich mir halt auch so gedacht, weil ne, wenn man vielleicht vor der OP irgendwie, also mir hätte das jetzt glaube ich nicht geholfen. Ich wollte nichts vor der OP angucken. Aber wenn man vor der OP vielleicht Angst hat, ich wusste ja auch basically schon, was passiert, weil ich ja schon mal eine Bauchspiegelung hatte. Aber wenn man halt Sorge hat oder so nicht genau weiß, wie die Genesung ist und das vorher wissen möchte, dann dachte ich mir so, dann hilft so ein Video vielleicht. Und das ist schön, dass es. Ich habe ja im Video schon gesagt, ne, wenn es einer Person geholfen hat, dann hat es schon seinen Soll erfüllt und dann freue ich mich schon. Und Anna, danke für die 48 Monate auf Stufe 3. Wirklich verrückt. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Eine Freundin hatte tatsächlich eine ganz schlimme Periode mit Migräne, übergeben, Ohnmacht und krassen Bauchweh, hatte dann aber auch keine Endo. Ich meine, es gibt ja auch andere Krankheiten, die das auslösen. Ne? Also ich meine, Endo ist ja nicht immer die Antwort. Aber ja, das habe ich, da habe ich auch schon von gehört, dass es bei manchen dann halt einfach so ist. So schlimm das klingt. Und Anna, hallöchen, Henrietta, hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Und Shani, danke schön. Das ist ganz lieb. Da bin ich tatsächlich auch drauf gespannt, wie die Geburtsschmerzen werden. Viele sagen, es ist wie schlimme Menstruationsschmerzen. Da denke ich mir, mit der Endo immer, immer easy. Ja, und das, also, ne, das ist dann halt immer so der Moment, wo man sich dann so denkt, okay, also das habe ich halt auch schon mal gesagt. Ich bin mal gespannt, was, also ich glaube schon, dass das noch, schon nochmal ein Unterschied ist, aber ich glaube, dass man, also das habe ich ja auch im Video gesagt,
man gaslightet sich halt selber und denkt sich so, ja, habe ich halt schon mein ganzes Leben so, sind halt meine Schmerzen. Ja. Naja. Und Blackhead, mach's gut. Hab ein wunderschönes Wochenende. Und schön, dass du hier warst. Wie viel Uhr haben wir denn? Bist du nochmal noch? Ich habe zum Beispiel heftige Schmerzen während der Periode, seit ich die Kupferspirale trage. Ja, das ist ja leider ein Nachteil an der Kupferspirale, Kette und sowas. Ich habe auch das Gefühl, dass es ja mit dem Ring bei mir schlimmer geworden ist. Das sind auch Nebenwirkungen von eben all diesen Dingen, die man sich einsetzen lässt. Da muss man dann halt einfach abwägen. Ist es mir das wert? Ne, ist es halt trotzdem das Richtige für mich oder eben nicht, ne? Nina, hallöchen, schön, dass du da bist. Bin echt dankbar, nur ein kleines Ziehen während der Periode zu haben, ansonsten kein Schmerz. Das ist bei meiner Mama halt genauso und deswegen war es für sie auch immer voll schwer, das so nachzuempfinden. Also, ne, es war nicht so, dass sie gesagt hat, stell dich nicht so an, aber ne, sie hat dann immer gesagt, oh Mann, ich kann mir das gar nicht vorstellen, so, weil sie hatte halt immer gar nichts. Aber ja, da ist man wirklich dann gesegnet. Hattest du schon so starke Schmerzen beim ersten Mal, als du die Periode hattest? Das weiß ich tatsächlich nicht mehr ganz genau. Also ich hatte meine Periode schon mit 11. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es halt schon so mit, dass ich das mit 14 oder so auf jeden Fall schon hatte. Meine Mutter hat mir nämlich letztens erzählt, dass wir auf Ibiza waren und da muss ich so 13, 14 gewesen sein. Und da bin ich nämlich nicht mit zum Strand gekommen, weil ich so schlimme Unterleibsschmerzen hatte. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber das hat mir meine Mutter halt erzählt. Das heißt, dass ich das da halt auch schon hatte. Bei der Periode öffnet sich tatsächlich auch der Muttermund 1 bis 2 cm. Das wusste ich auch noch nicht. Krass. Spannend. Es gibt von der Endometriose-Vereinigung auch eine Dokumentationsreihe Jung und Endo, wo junge Menschen über ihren Weg sprechen. Spannend, sehr spannend. Also, ich habe ja schon gesagt, ich möchte mich halt nicht zu sehr mit dem Thema beschäftigen, weil ich halt nicht möchte, also bei mir ist es halt so, je mehr ich weiß, desto mehr Gedanken mache ich mir über etwas. Was ich für mich jetzt machen wollte, war mich über die Ernährung zu informieren, weil bei der Endometriose ist es halt so, dass es auch sehr viel mit der Ernährung zu tun hat, wie eben der Verlauf, also ne, die Schmerzen sind und so weiter. Was halt förderlich ist, was halt nicht so förderlich ist. Das war etwas, womit ich mich beschäftigen wollte, einfach, ne, weil es etwas ist, was ich einfach in meinen Lebensstil integrieren kann und da selber entscheiden kann, was ich halt integriere und was nicht. Ich möchte mich aber halt nicht allzu sehr damit beschäftigen, weil, wie gesagt, ich mir dann über Sachen den Kopf zerbreche, was halt eigentlich unnötig ist. Und deswegen bin ich persönlich eben nicht so, dass ich sowas brauche. Also ist natürlich super lieb, ne? Also verstehe mich jetzt nicht falsch. Das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Aber ich möchte einfach so eine Perspektive auch mal aufweisen, dass ich halt einfach merke, dass mich das eher verunsichert, wenn ich, also je mehr ich mich damit beschäftige. Und deswegen, ne, ich habe jetzt meine Diagnose und ich spreche da mit meiner Gynäkologin drüber und ne, ich tausche mich mit euch mal aus und so. Aber das reicht mir dann auch. Ich möchte nicht, dass ich meine Diagnose bin. Ich bin mehr als das. Ich lebe damit jetzt. Aber das, und natürlich ist das jetzt gerade noch super präsent und ich rede noch viel drüber. Aber ich möchte, dass es in einem Jahr einfach halt so ist, ja, wenn man dann halt gefragt wird, haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen, sagt man ja, ich habe Endometriose, aber sonst soll mich das nicht in meinem Alltag einschränken. Wisst ihr? Das ist so mein Umgang damit. Und ja. Das ist dann auch völlig okay. Maria, hallöchen. Schön, dass du da bist. Ich glaube, ich habe noch nicht Hallo gesagt. Ich mache mir auch immer zu viele Gedanken über alles, aber dennoch finde ich so stark, dass du es mit uns teilst. Für dich gedrückt. Dankeschön. Ja, also, ne, so jetzt so einfach darüber zu reden, über meine eigenen Erfahrungen zu sprechen und sowas, das stört, also ne, das ist schön für mich, sag ich mal, weil ich dann weiß, ich kann andere damit bestärken vielleicht oder so. Aber halt auch zu lesen, wenn es halt bei anderen nicht so gut gelaufen ist oder sowas, das ist für mich halt unglaublich schlimm. Ja, zum Beispiel halt auch eine Person schon mir ein Video geschrieben, ja, das wurde bei mir auch diagnostiziert, dann wurde meine Gebärmutter entfernt. Dann dachte ich mir so, okay. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so unter ein Video schreiben würde, wo jemand über seine positive Zukunft spricht. Deswegen möchte ich mich da halt nicht so viel mit beschäftigen.
Weil überall da, wo es positive Berichte gibt, gibt es natürlich auch negative Berichte. Und deswegen möchte ich halt einfach nur so die Oberfläche ankratzen quasi. Und das reicht dann für mich. So, ich glaube, jetzt machen wir mal... Malen wir mal ein bisschen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, mit den Schmerzen... Achso, ich kann es mir aber auch nicht vorstellen, mit den Schmerzen würde es aber nie in Frage stellen, dass es richtig krass ist. Ich hatte mal eine Entzündung im Darm, die ziemlich schmerzhaft in der unteren Bauchgegend war. Und wenn es nur annähernd zu Schmerz, Respekt an alle, die das monatlich durchstehen. Ja, also ich glaube, also ich zum Beispiel, ich erwarte halt auch einfach gar nicht, dass andere das verstehen können. So, wenn man das nicht verstehen kann, dann ist das fein für mich. Also ich erwarte jetzt nicht, dass es halt jeder nachvollziehen kann, wenn ich dafür Schmerzen habe. Aber das heißt natürlich nicht, dass es in Ordnung ist, wenn man anderen seinen Schmerzen abspricht oder sowas wie stell dich nicht so an oder so. Das geht natürlich überhaupt gar nicht. Sophie, hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Ich wurde, was Endo angeht, von einer auf Insta aufgeklärt, die sich auch sehr einsetzt für die Aufklärung. War sehr interessant, weil ich vorher nie davon gehört habe. Du meinst bestimmt die Anna, ne? Weil ich zum Beispiel habe gemerkt, also ich finde die sehr sympathisch und so, aber ich habe total gemerkt, weil mir haben das natürlich dann auch sehr viele geschrieben, ja, Nina, folgst du der Anna schon und so. Ich habe gemerkt, dass mich das total verunsichert hat. Und das ist eben das, was ich meine. Mich hat das total verunsichert eben, also ich freue mich total für sie, dass sie jetzt ihr Kind bekommen hat und so, das ist total toll. Aber man hat eben auch mitbekommen, wie schwierig ihr Weg war und wie lange das alles gedauert hat und was sie für Rückschläge einstecken musste und so weiter. Und deswegen, das hat mich so verunsichert und mir nicht geholfen und deswegen möchte ich das dann halt auch nicht konsumieren, wisst ihr? Und das ist dann auch völlig okay. Also nur damit ihr das auch wisst, dass ihr nicht denken müsst, nur weil ihr diese Krankheit jetzt habt, ja, dann müsst ihr euch quasi so zu so einer Vereinigung verschließen und euch immer austauschen und sowas. Ihr müsst das machen, was euch persönlich gut tut und was für euch am besten ist und was, ja, was euch eben nicht verunsichert. Und ich habe das halt für mich festgestellt, dass mir halt schwer fällt, damit umzugehen. Aber natürlich ist ihre Arbeit total wichtig. Also das ist, sie hat ja auch den Weg für viele geebnet, sage ich mal, dass halt viele überhaupt erst das Thema Endometriose angegangen sind. Und deswegen, ne, möchte ich damit jetzt überhaupt gar nicht sagen, dass ich das nicht gut finde, was sie macht oder sowas. Sondern ich habe für mich gemerkt, also dass es für mich halt ein eher triggernder Faktor war jetzt in meiner Diagnosefindung. Mir geht es sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Ich freue mich jetzt hier, meinen Freitag-Feierabend anzufangen. Ja, schön, dass du da bist. Wir sind gerade an unserem Savannengehege. Wisst ihr, was ich noch cool fände? Wenn es so trockenes Gras geben würde. Das fände ich echt schön. Also gibt es ja bei den Pflanzen, aber ich meine so als Malpinsel. Warte mal kurz. Oh, jetzt kann ich mich irgendwie nicht anmelden. Ich habe gerade von meiner Versicherung eine Leistungsabrechnung bekommen und das ist wahrscheinlich vom Krankenhaus. Und das wollte ich sehen, aber ich kann mich irgendwie nicht anmelden. Romana, danke schön für die 4 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Jasmin, danke noch für die 11 Monate. Ich glaube, da habe ich auch noch nicht Danke gesagt. Julina, danke schön für dein Lucky. Und Yasi, Hallöchen. Da bin ich mal gespannt, ob das da drauf steht, wie viel das gekostet hat. Nicht mal spannend. Das ist das Gute am Privatversichertsein, dass man immer, also dass man so einen Einblick bekommt, was Eingriffe eigentlich kosten, auch so Zahnarzt und sowas. Wusste ich immer nicht. Ich muss pipi.
Sandschicht, Hallöchen. Guck mal, das passt ja. Ich habe gerade eine Sandschicht hier platziert. Wir müssen uns halt auch noch überlegen, wie wir die natürliche Barriere machen, ne? Weil ich das ja immer so schön machen möchte. Dass es natürlich aussieht. Boah, ich muss kurz Pipi machen gehen, sonst piedel ich mir gleich in eine Buchs. Also, bis gleich. Ich komme sofort wieder. Das ist bestimmt nur ein Zehner hoch, die Rechnung. Also, was die Chefarztbehandlung kostet, das weiß ich, weil ich mir erst nicht sicher war, ob das von der Versicherung übernommen wird oder nicht. Und deswegen habe ich gefragt, was das kostet, wenn man das selber übernimmt. Und das kostet irgendwie 900 Euro oder sowas. Aber auch so der Aufenthalt und sowas. Ich weiß auch natürlich nicht, ob das da drauf steht. Aber ich muss so oft bei meiner Krankenkasse den PIN zurücksetzen, weil die Anforderungen an die PIN so speziell sind und ich den Login-Namen vergesse. Ja, also bei mir war es jetzt auch das Problem. Ich guck gleich mal. Mein Freund hat sich jetzt selbstständig gemacht und ist jetzt privat versichert. Finde ich echt krass, was das eigentlich kostet. Ja, aber, also wahrscheinlich meinst du den Arzt, ne? Oder meinst du jetzt die Versicherung? Weil es ist tatsächlich so, in der gesetzlichen hätte ich viel, viel mehr bezahlt, wenn ich selbstständig mich da versichert hätte, als halt die private Versicherung. Das ist voll krass, weil alle immer denken, die private wäre so teuer. Aber wenn du selbstständig bist, ist es, also zumindest in meinem Fall, war es wesentlich, also viel, viel günstiger, als wenn ich mich privat versichert hätte, also habe. Okay, ich gehe ganz kurz Pipi machen. Ich komme sofort wieder, ja? Tue ich ja nicht. Hallo. Ich habe nur gesagt, hallo, guten Tag, ich bin da. Kalter Kaffee schmeckt immer sehr gut. Ich rufe seit Tagen eine Nummer an, die mir als Spam angezeigt wird und im Internet steht auch wohl, dass Betrüger sind. Hab die gesperrt, aber die hören nicht auf. Ich sehe dann trotzdem im Anrufprotokoll und jetzt hat einfach eine andere Nummer noch angerufen gerade. Also jetzt versuchen die es mit einer anderen Nummer. Hat jemand eine Idee, was man da machen kann? Oh shit, ey. Nee, hab ich auch keine Ahnung, leider. Ey, das ist so schlimm, ne? Immer schlimmer mit diesen Scammern. Ich hoffe, dass sich das beruhigt. Meistens geben sie es ja dann irgendwann auf. Sarah, mach's gut. Schön, dass du da warst. Hab ein wunderbares Wochenende. Hättest gestern mal Sandris Gesicht sehen sollen, als sie ihren Kaffee schwarz trinken musste. Ja, das war wahrscheinlich so, wie wenn ich auch meinen Kaffee schwarz trinken müsste. Ach, die Sandri. Die ist auch einfach so super. Also wir hatten am Wochenende, wollte ich gerade sagen, jetzt vor. Also die letzten Tage einfach
Schön, schön Austausch. Ich habe meine Nummer an die Bundesnetzagentur gemeldet. Keine Ahnung, was sie damit machen, aber die Anrufer haben dann irgendwann aufgehört. Ja, krass. Ja, das war ihr Gesicht. Ist das wirklich, ist der Emote wirklich daraus entstanden? Oder ist der, gab es den schon länger? Den kenne ich nämlich noch nicht. Also Jösen, ich hoffe auf jeden Fall, dass du dass das aufhört, schnell. Sonst komme ich vorbei und verklopp die. Ich warte jetzt nochmal ab, hab die Hoffnung, dass die aufgeben. Ich frage mich da echt immer, wer da meine Nummer verkauft hat. Ja, das ist so. Also da werden die Handynummern eben verkauft. Und, also, ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber wisst ihr, was mich so nervt? Miri, danke schön für die 3 Monate. Vielen Dank. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich habe euch ja schon mal erzählt, wie problematisch Temu ist, ne? Das ist ja ein offenes Geheimnis, also gibt es ja auch mehrere Videos drüber und kann ja auch jeder für sich selber entscheiden, ob er da kaufen möchte oder nicht, nachdem man halt weiß, wie, dass deren Daten halt so verkauft werden. Sorry, aber hier kommt ein Affenbrotbaum rein in dieses Gehege, das ist ein Muss. Auf jeden Fall nervt mich das so, also ich weiß, das ist, ne, die Naivität von vielen, unter so Videos, wo dann halt so gesagt wird, ja, ne, Temu verkauft eure Daten und bla bla bla. Genau, die verkaufen Kreditkarteninfos und das ist halt sowas von problematisch. Naja, wie gesagt, kann trotzdem ja jeder selber entscheiden. Aber dass das dann so, also so schön geredet wird, so, ja, oder, also, warte, ich rede erst zu Ende. Dass sie dann so sagen, ja, und ich kaufe da trotzdem. Und, so, also keine Ahnung, dass das halt so als etwas nicht Schlimmes dargestellt wird. Und dann habe ich gestern ein Video gesehen, wo Shein diesen Trend gemacht hat, so We are Shein. Und dann hat halt eine so ein Stitch da drauf gemacht und hat so gesagt, ja, we are Shein. Wir supporten halt schlechte Arbeitskonditionen und unsere Arbeiter sterben, bla bla. Ne? Also das, was halt an Shein so beschissen ist. Auf jeden Fall schreiben darunter dann Leute so, ja, aber da und da ist es ja auch nicht besser und das und ja, ja, ich kaufe da trotzdem. Ne? Da denke ich mir so, Leute, habt ihr eigentlich Lack gesoffen? Es wird euch auf dem Silbertablett präsentiert, wie beschissen diese Firmen sind. Man muss nicht viel tun. Also es fehlt euch nichts im Leben, wenn ihr nicht da kauft. Und die denken sich trotzdem so, ja, ist ja nicht mein Problem. Also wie ignorant kann man eigentlich sein? Also natürlich kann man nicht, man kann die Welt nicht als Einzelperson retten. So. Aber ich finde so basic Sachen, also ich will mich ja nicht immer über alles aufregen, aber das regt mich so auf, wenn das halt so schön geredet wird. Und dann halt junge Menschen sich denken, ach ja, scheint ja gar nicht so schlimm zu sein. Doch, das ist richtig schlimm. Temu hat meine Kollegin auch letztens von geschwärmt. Ich nur so, die verkaufen Daten und die auch so, ja, ach, wenn man danach gehen würde. Genau, dürfte man ja nirgendwo mehr kaufen. Genau das sagen dann immer alle. Genau das. Ja, okay, dann werden deine Kreditkarteninfos halt verkauft. Dann bist du aber auch die Erste, die rumheult. Okay, ich glaube, ich muss den Stream ausmachen. Lukas hat geschrieben, es ist schon echt voll auf den Straßen. Und ich muss noch schnell meine Screenshots für das Thumbnail morgen machen. Und dann muss ich schnell nach Hause düsen, den Datteldip machen. Und dann fahren wir nämlich schon zu meinen Eltern. Ja, ja, ja. Okay. Ich mach die YouTube-Aufnahme aus. Tschüss!